Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Gunda-Werner-Instituts, aber natürlich auch der Heinrich-Böll-Stiftung zu unserem Streitwert. Der Titel dieses Streitwerts heißt Kröten zählen statt Prinzen küssen. Es geht uns hier darum, darüber zu reden, ob es denn eine tatsächliche diskriminierungsfreie Wahl gibt für ganz verschiedene Lebensmodelle, mit der diese Gesellschaft ja längst lebt und in ihr lebt. Und ich glaube, dass wir auch mit dem Thema und dem Untertitel dieser Veranstaltung natürlich über sehr aktuelle Fragestellungen diskutieren werden. Wer oder was unterstützt dieser Staat? Welche Lebensmodelle unterstützt er? Was diskriminiert er? Was favorisiert er? Ich bin Barbara Unmüßig, Vorstandsmitglied in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bin hier in der Stiftung verantwortlich und zuständig für unser großes Programm der internationalen Arbeit, bin aber mit Leib und Seele zuständig und verantwortlich für das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie, die diesen Streitwert, dieses Format hier heute Abend, vielen Dank, heute Abend bestreitet und gestaltet. Sie erleben hier eine Aktion der Freien Arbeiter- und Arbeiterinnenunion mit der FAU, mit dieser anarchosyndikalistischen Gewerkschaft sind wir in einer kleineren Auseinandersetzung. FAU möchte jetzt offensichtlich dieses Forum hier nutzen, auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Ich würde, damit wir hier wirklich unseren Streitwert zum Thema wie angekündigt durchziehen können, möchte ich den Herren und Damen der FAU anbieten, einfach nach dem Streitwert mit mir ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, wir hatten noch nie die Gelegenheit, uns mit mir als Vorständin, mit Ihnen uns zu unterhalten. Wir sind in der Auseinandersetzung, unsere Geschäftsführerin ist mit Ihnen im Gespräch. Ich würde Sie einfach bitten, dieses Angebot anzunehmen und die Veranstaltung damit so geschehen lassen, wie sie angekündigt ist und worauf sich alle freuen und worauf wir hier uns als Podium auch vorbereitet haben. Ist das okay? Kurze Antwort, wenn's. Gut, ich habe gesagt, wir reden nachher. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns hier in Ruhe unser Geschäft nachgehen können und wir reden dann danach und Ihr Anliegen ist mir ja sowieso bekannt. Ich nehme es auch mit. Wir beraten das. So, ich würde jetzt ganz gerne noch mal kurz was hier zum Streitwert sagen, zu diesem Format. Dieses Format Streitwert ist ein relativ neues Format des Gunda-Werner-Instituts für Geschlechterdemokratie und Feminismus und ist unter anderem dazu da, dass wir zu aktuellen politischen und gesellschaftspolitischen Themen mit einem konsequenten geschlechterpolitischen Blick mit Gesellschaft und Politik in den Dialog
kommen möchten. Wir hatten hier also schon mehrere Streitwerte im letzten Jahr. Dieser Streitwert hier, denke ich, zeichnet sich ja in der Tat durch eine gewisse Aktualität aus. Wir haben heute Abend große Konkurrenz, ein anderes Streitgespräch der Parteien im ersten deutschen Fernsehen findet statt. Wir sind mitten im Wahlkampf. Ich kann, denke ich, für alle hier sprechen, dass wir uns wünschen würden, dass gerade Geschlechterpolitik einen etwas höheren Stellenwert auch in diesem Wahlkampf hat. Gestern Abend im sogenannten Duell war das 0,0, außer mal kurz erwähnt an die feine, nette Zielgruppe Frauen, damit die vielleicht auch noch mal am Rande vorkommt. Geschlechterpolitik ist aber Gott sei Dank, ich glaube, das können wir alle feststellen, vor allem in den letzten 3-4 Jahren wieder Thema geworden in der öffentlichen, auch in der juristischen Auseinandersetzung um Gleichstellung. Und dabei geht es Gott sei Dank, wie ich finde, zwar nicht nur und ausschließlich um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern eben gerade auch um geschlechterpolitische Dimensionen von Arbeitsmarktpolitik und Steuerpolitik. Und inwiefern eigentlich Steuerpolitik weiterhin diskriminiert, bestimmte Lebensmodelle bevorzugt. Ich denke, darüber hatten wir auch mit dem Verfassungsgerichtsurteil einige auch Durchbrüche, nicht politische, aber verfassungsrechtlich zumindest abgesicherte Durchbrüche, was Gleichstellung unter anderem steuerrechtlich für Schwulen und Lesben bedeutet. Aber ich glaube, wir brauchen uns nichts vormachen, dass hinter all der Thematik, welche Lebensmodelle werden eigentlich diskriminierungsfrei unterstützt, welche werden mit positiven Anreizen gefördert, ist immer die Frage darum, welche Leitbilder gibt es eigentlich, welche geschlechterpolitischen Leitbilder, welche familienpolitischen Leitbilder werden eigentlich staatlicherseits gefördert und präferiert und welche nicht. Und deswegen werden wir auch, und das ist dann auch mein Wunsch für die Einstiegsfrage gleich, genau darum reden, was braucht es eigentlich, um die viel zitierte Wahlfreiheit, die nun alle im Munde führen, zu garantieren und wo gibt es nach wie vor massive Barrieren, Wahlfreiheit auch wirklich praktizieren zu können, Optionen zu haben, frei zu wählen, welches Lebensmodell ich leben will und welches nicht. Wir werden hier hoffentlich eine kontroverse Debatte haben. Auch das ist Sinn und Zweck und Intention des Streitwerts. Den Streitwert, das möchte ich noch nachtragen, organisieren wir und koordinieren wir mit der Wochenzeitung Freitag. Normalerweise sitzt hier auch meistens eine Moderatorin des Freitags. Heute, weil mich dieses Thema selber so in den Fingern juckt, wollte ich mal selber moderieren und ich hoffe, dass ich das dann auch im Interesse einer spannenden und engagierten Diskussion dann auch gut hinbekomme. Ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz unsere vier Gäste hier vorstellen. Wir werden erst hier sehr traditionell auf dem Podium untereinander diskutieren und dann in der zweiten Hälfte mit Ihnen hier an den Tischen ins Gespräch kommen, mit den Podiumsgästen. Relativ traditionell, relativ normales Format. Erst werden Sie zugetextet und dann dürfen Sie Fragen stellen. Das machen wir im Streitwert hier auch oft anders. Wir haben Tische statt konfrontative Kommunikation, haben innovative Mitsprachemöglichkeiten angeboten. Wir haben uns heute, weil wir auch relativ kurz diesen Streitwert organisieren werden, darauf verzichten und das relativ traditionell machen. So, jetzt aber zu den Gästen. In der Reihenfolge, wie ich vorstelle, werden dann auch die Gäste jeweils die Eingangsfrage beantworten, die ich gleich nochmal wiederhole. Ich möchte ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen Kostas Petropoulos. Er ist freier Journalist und hier vor allem Gast bei uns in seiner Funktion als Leiter des Heidelberger Büros für Familienfragen und soziale Sicherheit, das Institut, das er 1995 mitbegründet hat. Eine Richtschnur für das Heidelberger Büro für Familienfragen ist laut Website des Instituts, Zitat, die Schaffung von Wahlfreiheit für Eltern bei der Entscheidung für ihr persönliches Lebensmodell. Klingt gut, aber ich glaube, man kann
hier auch sagen, dass Herr Petropoulos in vielen seiner Gastbeiträge, vor allem auch hier in Berlin bekannt im Tagesspiegel, letztlich dann doch keinen Hehl daraus macht, dass er ein bestimmtes traditionelles Familienbild favorisiert. Er bezeichnet zum Beispiel das Betreuungsgeld als eine gerechte Idee. Und er meinte auch unter anderem im Tagesspiegel, rettet die Rente und forderte, dass Kinderlose weniger Rente bekommen sollten. Ich denke, und ich möchte mich da wirklich nochmal bedanken bei Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind, dass Sie hundertprozentig hier für eine Kontroverse sorgen werden. Ich lese Ihre Beiträge als regelmäßig und habe mich natürlich auch noch mal vorbereitet. Und ich glaube, Sie werden für viel Zündstoff sorgen. Sie sind ein bisschen, würde ich sagen, auch in der Höhle des Löwen oder der Löwin geraten. Aber ich werde Sie fair behandeln, das verspreche ich. Und das Publikum hoffentlich auch. Ja, dann freue ich mich ganz besonders, dass Frau Ramona Pisal bei uns ist. Frau Pisal ist seit September 2011 die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, was sie davor auch schon als Vizepräsidentin praktiziert hat, also in einem, wie ich finde, wunderbaren Bündnis, einem wunderbaren Netzwerk, weil ich die deutschen Juristinnen wirklich als Bündnispartnerinnen empfinde, wenn es darum geht, für Gleichstellung zu kämpfen, sich vor allem auch sehr dezidiert für frauenpolitische Rechte einzusetzen. Eine kräftige, wichtige, notwendige Stimme hier in Deutschland. Ich würde mir wünschen, diese Stimme noch viel deutlicher auch vernommen zu hören, was nicht an ihren Stellungnahmen liegt, sondern natürlich wie immer daran, wie die Medien eigentlich vor allem auch Gleichstellungsfragen und frauenpolitische Fragen aufgreift. Sie fordern unter anderem eine konsistente Gleichstellungspolitik, die sicherzustellen hat, dass Frauen nicht an den Folgen von Gesetzen zu leiden haben. Und zwar da, wo einerseits Rechte abgeschafft werden zugunsten von Gleichstellung und gleichzeitig klar ist, wie beim Unterhaltsrecht zum Beispiel, dass Frauen unter Gleichstellungsgesichtspunkten dann doch wieder die, ich sag's mal, in den Hintern gekniffenen sind. Ich freue mich, danke, dass Sie da sind und hoffentlich auch sonst auf eine gute Zusammenarbeit weiterhin. Da möchte ich ganz herzlich begrüßen Dag Schölper. Dag Schölper ist Politologe und Geschäftsführer des relativ neu gegründeten Bundesforum für Männer. Dieses Bundesforum ist 2010 gegründet worden als Interessensverband für jungen Männer und Väter. Es ist ein eingetragener Verein mit derzeit 29 Mitgliedsorganisationen aus den Feldern der jungen Väter- und Männerarbeit. Entschuldigung, ach, das ist, wenn man sich auf Webseiten verlässt, ja. Und das Männerforum versucht sich ebenfalls mit einem emanzipatorischen Blick, mit einem Geschlechterblick, wenn auch stärker unter einer männerpolitischen Perspektive, eben auch mit wichtigen Fragen wie Bildung, Gewalt, Gesundheit, Sexualität und so weiter auseinanderzusetzen. Und Adressaten sind natürlich auch Gewerkschaften, Kirchen und Sozialverbände. Auf der Website des Bundesforums für Männer heißt es, die Arbeit des Bundesforums geschieht in konstruktivem Dialog zwischen den Geschlechtern. Das Forum weiß sich der Solidarität unter Männern und Jungen mit Mädchen und Frauen verpflichtet. Ich glaube, weil es hier auch ein Streitwert ist, der Geschlechterpolitik adressiert, dass wir mit Dag Schölper einen Mann hier sitzen haben, mit dem es Freude machen wird, gleich auch aus einer männerpolitischen Perspektive, die Fragen von Ehegattensplitting, Gleichstellung und alles, um was es heute Abend gehen wird, zu diskutieren. Herzlich willkommen. Ja, liebe Claudia, not last but not least, sondern wunderbar, dass du, obwohl du bestimmt neugierig bist, wie sich Jürgen Trittin ja mit Herrn Brüderle und mit Gysi unterhält oder rumschlägt, je nach Perspektive. Ja, und die Themen vertritt. Ich würde natürlich auch gerne gucken, aber umso besser und umso schöner, dass du heute Abend mit uns hier diskutierst. Ich glaube, ich muss Claudia jetzt hier nicht in extenso vorstellen. Sie ist
spätestens seit 2014 die Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sie war es schon mal von 2001 bis 2002, bis die Unvereinbarkeit von Mandat und Amt, die ich des Amtes erstmal enthoben hat. Claudia Roth war viele, viele Jahre Mitglied im Europaparlament als Abgeordnete. Sie ist auch Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich glaube, eine ehrliche Verfechterin für Gleichstellungsfragen. Auch eine Frau, die seit Jahren dafür eintritt, dass unterschiedliche Lebensmodelle zumindest gesetzlich gleich behandelt werden. Sie streitet aber auch für die Enddiskriminierung in der Gesellschaft, weil wir haben es ja in der ganzen Thematik immer mit einerseits rechtlichen Rahmenbedingungen und gleichzeitig mit politischen Auseinandersetzungen und gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit zu tun. So, herzlichen Dank erstmal an alle, dass Sie hier sind. Ich finde, die haben einen Applaus verdient. Genau. So, lange Vorreden, ein Ende. Ich sagte Ihnen schon am Anfang, ich würde gerne auch, damit sich alle hier ein bisschen kennenlernen, die Einstiegsfrage an alle gleichstellen und ich bitte Sie auch möglichst kurz zu sein. Es geht darum, Frau Pisal, Herr Petropoulos, Claudia und Dag, was Sie und ihr unter Wahlfreiheit versteht, ja, was eigentlich Sie für Leitbilder im Kopf haben, wenn es darum geht, die Wahlfreiheit für unterschiedliche Lebensmodelle umsetzen zu können. Was ist dazu notwendig, dass es diese Wahlfreiheit gibt? Herr Petropoulos. Ja, ich bin die Einzige, die das... Das schaltet automatisch ein. Manchmal hat es einen kleinen Zeitverzögerer, gut, ja, aber das geht. Übrigens kleine Vorbemerkung, die Einschätzung, dass ich eher ein Befürworter des traditionellen Familienmodells bin, das halte ich für nicht ganz zutreffend, aber ich hoffe im Rahmen der Diskussion das noch entkräften zu können. Eine grundsätzliche Vorbemerkung zunächst mal zum Thema Wahlfreiheit. Also selbstverständlich hat in unserer Demokratie jeder die Möglichkeit, das Modell zu leben, das er leben möchte. Das versteht sich von selbst, ist ja Auftrag des Grundgesetzes. Es geht ja eigentlich um eine ganz andere Frage. Es geht ja um die Frage, aus welche Modelle des Zusammenlebens sind für eine Gesellschaft wichtig? Es gibt zwei Kriterien für eine Gesellschaft. Erstens, wie erhält man sie leistungsfähig? Und zweitens, wie organisiert man Solidarität? Das sind die zentralen Begriffe, an denen entlang man überhaupt diese Fragen diskutieren muss. Und unter der Perspektive ist es natürlich so, dass nicht alle Formen des Zusammenlebens diesen Kriterien in gleicher Weise gerecht werden. Das ist der Punkt, um den es mir geht. Und deswegen gibt es natürlich dann auch gleich diese Debatte an konkreten Beispielen, wird es dann sichtbar. Zunächst einmal geht es bei der Frage Wahlfreiheit, welche Modelle von Familie sind eigentlich die politisch gewünschten? Also dann gibt es hier die klassische Ehe, die unverheirateten Eltern, die Alleinerziehenden, die Patchwork-Familien, die gleichgeschlechtlichen Eltern. Die politischen Streitthemen, die sich daraus ergeben, sind ja bekannt, nämlich dass da eben die unterschiedlichen Familienformen unterschiedlich stark unterstützt werden, Stichwort Ehegattensplitting, Kindergeld für Reiche oder Betreuungsgeld. Das ist der eine Aspekt, also welche Form des Zusammenlebens von Erwachsenen mit Kindern. Der andere Aspekt, das ist ja der geschlechterpolitische Aspekt, ist der, wie teilen sich eigentlich die Eltern die Erwerbs- und die Familienarbeit untereinander auf? Ist es die Aufgabe des Staates, da ein bestimmtes Leitbild vorzugeben? Oder, das ist der Punkt, den ich da eben unter Wahlfreiheit verstehe, muss man eben den Eltern die Möglichkeit geben, tatsächlich frei zu entscheiden, in welcher Art und Weise sie ihre Erwerbs- und Familienarbeit organisieren wollen. Und da sind wir natürlich dann bei diesem Thema Existenzsicherung. Wie organisiert man dann eben die Existenzsicherung bei den Eltern, indem man eben das, wie ich es verstehe, das ist so das grün-rote Modell, also das ist meiner Ansicht nach der Grundansatz, den sowohl die Bündnisgrün, also auch die SPD verfolgen, dass man sagt, Existenzsicherung muss grundsätzlich bei Männern wie Frauen ausschließlich über den Arbeitsmarkt erfolgen. Oder braucht man nicht ein alternatives Modell, das eben genau diese Fixierung sowohl des Einkommens als auch der sozialen Absicherung ausschließlich über den Erwerbsarbeitsmarkt, dass wir dieses Modell eben durchbrechen, indem wir, und das ist dann unsere Forderung, dieses Konzept, dass wir sagen, es geht darum, dass man auch Familienarbeit genauso wie traditionelle Erwerbsarbeit
aufwertet und bezahlt. Und das, denke ich, wäre dann der eigentliche gesellschaftliche Durchbruch. Das als kurze Vorbemerkung zum Thema Wahlfreiheit. Ja, es reizt mich jetzt natürlich schon voll einzusteigen. Sie haben auch den Begriff vom Arbeitsmarktfeminismus geprägt. Ich glaube schon, dass das hier massiv zu einer Kontroverse führen wird. Die These, dass unter eigenständiger Existenzsicherung vor allem nur der Zugang für Frauen zur Erwerbsarbeit gemeint ist. Ich glaube, das kann man hier locker widerlegen. Unter eigenständiger Existenzsicherung als Leitbild, glaube ich, gibt es breitere und andere Definitionen. Aber da kommen wir ja gleich drauf. Frau Piesal, für auch an Sie die gleiche Frage. Und gerne auch jeweils Bezug nehmend auf Ihre Vorredner oder Ihre Vorrednerin. Ja, das wäre jetzt meine Vorbemerkung gewesen. Meine Vorbereitung ist jetzt schon obsolet, weil ich darauf sofort eingehen muss, was Herr Potropoulos gesagt hat. Denn das geht schon bei den Voraussetzungen, bei den Axiomen los. Für mich ist die Wahlfreiheit, die Herr Potropoulos per se als gegeben ansieht, eben nicht per se gegeben, nur weil sie auf dem Papier steht. Doch, Sie haben gesagt, die sei ja nun mal nach dem Gesetz und dem Grundgesetz einfach da. Ja, das ist sie, aber das ist sie eben auf dem Papier. Und für mich bedeutet Wahlfreiheit eben, dass Frauen und Männer tatsächlich und eben nicht nur auf dem Papier ihren Vorstellungen und Wünschen im Ausgleich der Interessen mit den anderen und der Gesellschaft leben können, mit der realistischen Chance auf faire Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen, in der Familie wie im Beruf. Und natürlich leite ich wie Sie die Programmatik dazu zunächst aus dem Grundgesetz ab, denn da steht es ja nun mal drin, unmissverständlich und auch ganz einfach, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber der Satz hat ja über 50 Jahre nicht gereicht, etwas zu tun. Er musste ja ergänzt werden. Jetzt ist er ergänzt mit einem klaren Verfassungsauftrag, der lautet: Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das ist ein klarer Auftrag und trotzdem wissen wir, dass diesem Auftrag auch in den weiteren 15 Jahren oder 20 sind es inzwischen, seit er eingefügt worden ist, nicht in der Lebenswirklichkeit Geltung verschafft worden ist. Also reicht das ja alles nicht. Was für mich daraus folgert, ist ja, wir haben eine große und gute Grundlage, die aber bislang der Ausfüllung und der Umsetzung entbehrt. Und mit Blick auf eine eigenständige Existenzsicherung ist sicherlich mehr als Erwerbsarbeit darunter zu subsumieren. Aber jedenfalls ist ein großer und ein sicherer und ein allgemein verbindlicher Punkt für eigenständige Existenzsicherung auskömmliche Erwerbsarbeit, im Prinzip für jedermann, soweit er will. Und das kontinuierlich im gesamten Lebensverlauf. Das wird an vielen Punkten auch von den Menschen gefordert. Das ergibt sich aus Gesetzlichkeiten, auf die wir vielleicht später noch kommen. Aber es ergibt sich daraus auch Gesetzgebungsbedarf. Und da sind wir ganz klar der Meinung und sind da in guter Gesellschaft mit dem Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, dass es wichtig ist, eine konsistente Politik zu machen, die nicht widersprüchlich ist, in ihrem Verhalten die Menschen zu lenken, sondern Fehlanreize zu vermeiden. Kommen wir gleich drauf. Und dann komme ich noch zu den Leitbildern, denn das hat mich auch zur Erwiderung gereizt, sagen wir es so. Sie sprachen davon, was die Gesellschaft braucht. Das sei Ihre Maxime, zunächst mal zu definieren, welche politischen Wünsche denn bestehen, so an die Menschen, wie sie sich familiär verfassen sollen. Und dann muss man schauen, wie man das erreicht. Und da muss ich sagen, nein, ich denke, wir leben in einer vom Individuum geprägten Gesellschaft und wir leben in einer freien Gesellschaft, in der zunächst einmal wichtig ist, wie die Mitglieder und die Menschen dieser Gesellschaft miteinander leben wollen. Und so viele Möglichkeiten es gibt und sie leben wollen, das ist Aufgabe des Staates, das zu akzeptieren und dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Es ist nicht Aufgabe des Staates, Leitbilder vorzugeben. Es ist Aufgabe des Staates, allen Vorstellungen und Möglichkeiten, die mit anderen Interessen nicht kollidieren, der Mitmenschen Geltung zu verschaffen, indem die Rahmenbedingungen gleich sind. Ja, damit möchte ich vorläufig schließen. Wunderbar. Zur konsistenten Gleichstellungspolitik kommen wir gleich. Ich hoffe auch, dass noch mehrere sich jetzt beziehen, dann auch jeweils aufeinander. Die Eingangsfrage: Was bedeutet Wahlfreiheit, Dag, für dich? Siehst du sie realisiert? Mit welchen Leitbildern geht das Bundesforum Männer an diese ganze Diskussion? Also ich bin über die Frage gestolpert, schon als ich eingeladen wurde: Freiheit für wen? Freiheit wovon eigentlich und Freiheit wohin oder wofür? Da fängt es für mich an, so klar kann ich dann gar nicht antworten, wie das erstaunlich
in einer erstaunlichen Klarheit für mich sozusagen die Vorrednerinnen und Vorredner geschafft haben. Mhm. Denn ich sehe erstmal Rahmenbedingungen, in denen Menschen überhaupt sich bewegen, und die sind dann so frei nicht. Also da gibt es ökonomische Rahmenstrukturen, in denen sie sich bewegen, und da hat das etwas mit, habe ich einen Minijob oder habe ich eine wohldotierte Stellung erreichen können. Da hat es dann was mit dem Bildungsweg zu tun, da hat es was damit zu tun, ob ich eine Migrationsgeschichte habe oder ob ich sie nicht habe, ob ich eine sexuelle Orientierung habe, die nicht im Mainstream also hineinpasst in den Mainstream. Und schon verändern sich meine Freiheitsmomente ganz rigoros. Also Frau Pieser hat das angedeutet, auf dem Papier mögen da Gleichheitspostulate stehen, inwieweit das dann in der Realität ausgelebt werden kann, steht auf einem völlig anderen Blatt. Sonst bräuchte es uns nicht, sonst hätten wir uns nicht zusammengetan. Wir gucken also auf die Perspektive, wie sieht das mit Männern aus, und wir stellen fest, es gibt eine große Vielfalt, es gibt eine große Vielfalt von Sehnsüchten und Wünschen, die nicht gelebt werden kann, die eben daran scheitert, dass es immer noch in den Strukturen festgezurrte Erwartungshaltungen gibt, die dem klassischen Alleinernährermodell, vielleicht auch dem Zuverdiener-Ehemodell zuzurechnen sind, und an dem sie sich ein Stück weit die Zähne ausbeißen, wenn sie versuchen, anderes zu leben. Beispiele, die nur genannt werden, schlagwortartig, wären solche Sachen wie Teilzeit- und Rückkehrrechte, die nicht immer gleich sagen, 20 Stunden runter, 40 Stunden rauf, sondern wie sieht es eigentlich mit kurzer Vollzeit dazwischen aus und ähnlichen Sachen, die aber auch was damit zu tun hat, welche Angebote gibt es überhaupt für junge Männer oder Jungs der Berufsbildberatung. Wenn dann so die üblichen Bilder sozusagen immer wieder aufgerufen werden, der Kfz-Mechatroniker, der viel Bemühte, wenn den Jungen dann klar wird, dass das heutzutage ein Beratungsdienstleistungsberuf geworden ist, der dazu führt, den Leuten zu sagen, also die super Elektronik dieses Autos sollte sie dazu animieren, nochmal 1.000 Euro draufzulegen, und nicht dazu führt, dass sie sozusagen selbst 8 Stunden unter dem Auto liegen, um daran rumzuschrauben, dann sehen sie sehr schnell, dass sozusagen auch die Wahlfreiheit ihres Traumberufes etwas mit Realitätsabchecken zu tun hat, und da brauchen wir sozusagen eine ganze Menge Bewegung. Für uns ist klar, man muss, wenn man die Wahlfreiheit ernst nimmt, auf die Frauen und die Männer gleichzeitig schauen, wenn wir es unter einer Geschlechterperspektive betrachten, und werden feststellen, dass es unterschiedliche Grenzen gibt, an denen Frauen und Männer stoßen, die aber sozusagen die gleiche Medaille darstellen und da immer nur die jeweils unterschiedliche Seite. Wichtig ist auch zu sehen, dass es eben nicht so klar ist. Es gibt auch in nennenswerter Größe Menschen, die sich den beiden Kategorien so nicht zuordnen lassen wollen oder können. Und von denen müssen wir sozusagen auch ausgehen, wenn wir die Frage nach der Wahlfreiheit und ihrer Lebensmodelle stellen. Da gibt es dann auch genügend Restriktionen, an die sie stoßen, wenn sie sich sozusagen für eine Partnerschaft entscheiden wollen. Wie das dann mit Eherecht oder Ähnlichem aussieht, da sind wir noch weit von entfernt, überhaupt diese Fragen adäquat gestellt zu haben. Ja, danke, Claudia. Ich glaube, es wäre auch ganz gut, wenn man vielleicht nochmal auch sagt, wodurch wird denn eigentlich die Wahlfreiheit unterminiert? Sind denn alle Optionen für alle Geschlechter, für alle Lebensmodelle auf dem Tisch? Überhaupt nicht. Ich bin ja jetzt viel unterwegs auf dieser heimatkundlichen Reise durch Deutschland. Und für mich ist es echt Heimatkunde, und ich mache nicht jetzt in jedem Ort, stellt man da eine Bühne auf und du hältst immer die gleiche Rede und wirst hoffentlich rechtzeitig noch informiert, wo du gerade bist, sondern ich versuche viele, da wo es brennt, mit Menschen zu reden und viel zu erfahren über Realität in diesem Leben. Und ich fand es sehr gut, was du gerade gesagt hast, Doug, dass wenn wir über Inklusion reden, formulieren wir ja auch einen Anspruch des Verhältnisses Staat und Menschen, die in einer Gesellschaft leben, und sagen, es kann nicht sein, dass die Menschen, die sich an staatliche Rahmenbedingungen anpassen müssen, sondern dass Rahmenbedingungen der Vielfalt der Menschen entsprechen muss. Und für mich geht es in dieser Frage um Wahlfreiheit, um Demokratie, es geht um Gerechtigkeit, die ist definitiv nicht da in diesem Land, da kommen wir sicher noch drauf, auf wirklich riesengroße Unterschiede. Es geht um Selbstbestimmung, es geht auch um das Recht auf Arbeit, was ein hohes Gut ist und ein hohes Recht ist. Und ich will nur 3 oder 4 kleine Beispiele nennen, wo ich Wahlfreiheit überhaupt nicht möglich sehe. Frau Merkel im Bundestag sagt, wenn also das Betreuungsgeld
also dafür geworben hat, hat sie gesagt, es geht um Wahlfreiheit. Dann habe ich gesagt, ja, sie soll doch mal bitte mit zu mir in meine Heimat kommen, ins Unterallgäu. Da gibt's nämlich keine Wahlfreiheit. Meine Schwester hatte keine Wahlfreiheit. Kann ich Gärtnerin bleiben und trotzdem ein Kind haben oder nicht? Weil sie hatte von 0 bis 3 überhaupt keine Möglichkeit, das Kind in eine qualitätsvolle Einrichtung zu geben, gab es nicht. Und als das Kind 3 Jahre alt war, musste es erst mal taufen, damit es überhaupt in den Kindergarten aufgenommen worden ist, was jetzt nicht ein riesiger Nachteil für das Kind und für meine Schwester auch nicht war. Aber dann kommt die Schule, nicht. Dann kommt die Schule und dann hört es gleich wieder auf. Und wenn wir über Wahlfreiheit reden, also dass der Anspruch oder das Recht auf Arbeit auch gewährleistet ist, dann sagen wir ja nicht, jeder Mensch muss arbeiten, sondern selbstverständlich können Eltern, können Mütter, können Väter entscheiden, wie sie mit ihrem Kind leben oder wie sie das Kind erziehen wollen. Aber diese Wahlfreiheit gibt es flächendeckend nicht. Und allerspätestens hört sie auf, wenn die Kinder dann in die Schule kommen. Dann kommt nämlich der nächste Schritt. Wir haben es am Montag von der Gießener Professorin gehört, die hat es untersucht in Hessen. Bei 1100 Schulen in Hessen gibt es 26 Schulen, wo eine Betreuung auch nachmittags angeboten wird. Da ist dann nicht mehr mit Wahlfreiheit, sondern da bist du dann gezwungen, wieder einen Schnitt zu machen. Zweitens, Wahlfreiheit. Ich sehe überhaupt nicht ein, dass staatlich ein Institut Ehe gefördert werden soll. Warum? Warum soll das Institut Ehe gefördert werden? Warum werden Alleinerziehende beispielsweise durch dieses Ehegattensplitting schlechter behandelt? Warum werden Menschen, die sagen, ja, wir wollen, wenn ein Kind da ist, wir wollen dieses Kind gemeinsam versorgen, warum werden die schlechter gestellt als diejenigen, die auf eine Alleinverdiener-Ehe setzen? Das ist durch nichts nachzuvollziehen. Und wenn man dann guckt, wie viele Kinder überhaupt sind bei denen, die vom Ehegattensplitting profitieren, also jemand verdient ganz, ganz, ganz wenig und jemand verdient viel, dann sind in diesen Ehen, wo die vom Ehegattensplitting profitieren, 40% überhaupt keine Kinder. In 40% dieser steuerlich subventionierten Institution Ehe sind überhaupt keine Kinder. Vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf, warum wir dann das Ehegattensplitting auch für schwule und lesbische Paare fordern. Da habe ich aber eine andere, also bin ich sehr dafür, aber das will ich begründen. Drittens, Wahlfreiheit in einer Arbeitswelt, wo es zum Beispiel immer mehr befristete Arbeitsverträge gibt, habe ich keine Wahlfreiheit, hat die Professorin gesagt. Das ist die perfekteste Antibabypille, die es überhaupt gibt, weil sie entwickelt sich dazu. Ich habe gar keine Wahlfreiheit, mir ein längerfristiges Leben zu planen, habe ich nicht. Bei all dieser in der Arbeitswelt, die Zeitverträge und immer mehr bedeutet und dass es keine Lohngleichheit gibt in diesem Land, zeigt ja auch, dass ich dumm gelaufen ist, wenn ich Frau bin, dann kriege ich halt 22% weniger aufgrund meines Geschlechts. Also von Wahlfreiheit zu sprechen in ganz vielen Bereichen stimmt überhaupt nicht. Betreuungsgeld, ich weiß nicht, ob Sie das wirklich, letzter Punkt, nochmal in Bayern, da wird damit wirklich eine Herdprämie verknüpft. Das ist nichts anderes. Das ist die alte Idee von Kinderküche, Kirche, wie ich sie in meiner jungen Zeit erlebt habe. Da ist der Mann, der geht zum Arbeiten, die Frau ist zu Hause, kocht, versorgt das Kind und dafür kriegt sie dann einen Huni oder 150 Euro. Wir haben es in Thüringen erlebt, wozu das führt, dass nämlich genau die sozial schwächsten Familien dann die Kinder aus der Betreuungseinrichtung rausnehmen, weil sie vielleicht hoffen, mit diesen 150 Euro sozusagen die leere Kasse, die Haushaltskasse zu stopfen. Schlecht für alle, für die Frauen, für die Kinder und für Männer, wenn sie betroffen sind, genauso. Also von wegen Wahlfreiheit. Genau, ich denke, wir werden da, das wissen ja auch viele hier, auf die fehlende Infrastruktur, auf die Barrieren, die es gibt für diese Wahlfreiheit im Detail zu sprechen kommen, natürlich auch zum Ehegattensplitting. Herr Petropoulos, Sie waren, ja, das ist immer am Anfang so, der Kürzeste. Ich würde jetzt einfach, um ein bisschen mal Feuer in die Debatte bringen, sagen, jetzt hören Sie aus unterschiedlichen Perspektiven, dass die Wahlfreiheit, wie Sie sie für gegeben halten, nicht gibt. Wer ist jetzt hier realitätsfremd?
es ging mir nicht darum, die praktische Wahlfreiheit zu beschreiben, sondern ich meinte grundsätzlich vom Verfassungsauftrag oder vom Grundgesetz her haben wir prinzipiell jede Möglichkeit, uns zu entscheiden, wie wir zusammenleben wollen. Dass nicht jedes Lebensmodell gelebt werden kann, das ist völlig unstrittig. Da brauchen wir gar nicht drüber zu debattieren. Da rennen Sie bei mir offene Türen an. Selbstverständlich sehe ich, dass die Kinderbetreuungsinfrastruktur katastrophal ist. Und ich meine, ich kenne auch die einschlägigen Studien, die den Kindertageseinrichtungen attestieren, dass ganze 3% überhaupt als gut bis sehr gut von ihrer Qualität einzustufen sind. Ist mir selbstverständlich alles geläufig. Das ist nicht der Punkt, um den es mir geht. Ich wollte nur darauf hinweisen, ein Staat hat ein Interesse daran, dass es bestimmte Lebensformen gibt, die er fördert und andere, die er nicht fördert. Und ich, ja, warum? Ich erkläre es Ihnen. Der Punkt ist ja der, es ist zwar durchaus richtig, dass natürlich jeder das individuelle Recht hat, so zu leben, wie er will, aber ein Staat als Gemeinwesen hat ein Überlebensinteresse. Und dieses Überlebensinteresse formuliere ich nicht, sondern das ist Auftrag des Grundgesetzes. Artikel 6 tut ausdrücklich Ehe und Familie unter einen besonderen Verfassungsschutz stellen. Und das ist der einzige Artikel, wo ausdrücklich eine Bevölkerungsgruppe als besonders förderungswürdig eingestuft wird. Und genau der Hintergrund dieser Idee ist, dass es das Überleben einer jeden Gesellschaft sichert, wenn Kinder geboren werden. Das ist der Grundgedanke des Grundgesetzes. Man kann natürlich diesen Artikel, wenn man will, abschaffen. Aber das ist die Idee. Und wie ich meine, wir haben ja nun diese ganzen Debatten über Bevölkerungsentwicklung, Vergreisung, Schrumpfalterung, über Rentenkürzung, ja oder nein, über Einwanderung und. Das ist ja nichts anderes. Oder schauen Sie sich diese ganzen Ostdeutschland an, diese entleerten Menschen, entleerten Regionen, wo dann wirklich nur noch die Alten zurückbleiben. Sie sehen ja die Ballungszentren. Ja gut, aber was hat es jetzt, die Phänomene, die Sie hier beschreiben, die haben vielfältige Ursachen, aber ganz bestimmt nicht die, dass im Grundgesetz besonders das Institut der Ehe gefördert wird. Das möchte ich jetzt wirklich bezweifeln, dass das, was Sie da aufgezählt haben. Frau Piesal, sehr gerne. Na gut, dann lassen Sie uns einfach mal ein bisschen... Weil Frau Piesal ja meinte, der Staat dürfe keine Leitbilder vorgeben. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass im Grundgesetz ausdrücklich eins vorgegeben ist. Und ich habe nur versucht zu erläutern, weshalb die Idee, was die Idee bei diesem Grundgesetz ist. Das ist ja der Punkt. Und bei dieser ganzen Debatte, jetzt ob gleichgeschlechterpolitisch oder nicht, ich meine, Dreh- und Angelpunkt ist doch schlicht und einfach. Solange Männer wie Frauen ohne Kinder leben, haben sie sozusagen fast keine Einschränkungen. Prinzipiell. Frauen können prinzipiell Technikberufe lernen. Sie können sich genauso in der Arbeitswelt verwirklichen oder auch nicht, wie die Männer. Das Problem, an dem alle bislang eben immer sozusagen massiv Schwierigkeiten haben, ist doch, wenn Kinder ins Leben treten. Und das ist nicht nur ein rein deutsches Phänomen, sondern das haben sie in Frankreich, das haben sie in allen Staaten der Welt. Und auch wenn Sie sich beispielsweise diese viel gelobten skandinavischen Länder anschauen, in Skandinavien, beispielsweise Schweden, das ja als Paradebeispiel der Familienpolitik zitiert wird, auch da gibt es eine geschlechtsspezifische Einkommensdifferenz von 15%. Obwohl die doch traditionell offensichtlich doch seit Jahrzehnten alles richtig machen. Ja, liegt jetzt an den Genen oder an was? Nein, ich wollte nur darauf hinweisen. Der Punkt ist, das Zusammenleben mit Kindern bedeutet den Einschnitt für Männer und im Augenblick natürlich für die Frauen, schon immer. Das ist der Punkt, um den es gehen muss. Ja gut, ich kann nur sagen, für mich war immer ein gleichstellungspolitisches Leitbild ist für mich, dass eben auch, das ist eine feministische Perspektive, die geschlechtsspezifische und vor allem damit auch geschlechtshierarchische Arbeitsteilung abgeschafft wird. Das ist ein Leitbild. Und wenn man das natürlich nicht verfolgt, dieses Leitbild, sondern nach wie vor gesellschaftliche Rahmenbedingungen zementiert, die dieses Leitbild nicht wahr werden lassen, dass es zu einer gleichberechtigten, geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung kommt, dann braucht man sich nicht wundern. Dann kann man hingehen und sagen, das ist die Natur des Menschen. Man kann aber auch sagen, man muss die Rahmenbedingungen ändern, damit dieses Leitbild wächst. Da sind wir doch genau beim zentralen Punkt. Ist es die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass eine bestimmte Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, die man wünscht, eben institutionell ausschließlich unterstützt wird? Oder, weil das ist ja genau der Punkt bei der ganzen Familienpolitik. Ich meine, wir haben ja diesen Bericht von der Evaluation der familienpolitischen Leistungen und der zentrale Einwand ist, wir geben ja 200 Milliarden Euro pro Jahr aus und der bringt weder mit Blick auf die Geburten noch mit Blick auf die Gleichstellung der Geschlechter was. Ja, auch gesagt. Ja, das ist der Punkt. Die Frage ist ja nun die, zieht man die Konsequenz, dass man sagt, wir müssen also, weil die Frauen und die Männer eben sich nicht so verhalten, wie wir es wollen als Politik, müssen wir dann eben die Rahmenbedingungen so setzen, dass sie sich bitteschön alle genauso verhalten, wie wir es wollen? Oder sagen wir, wir akzeptieren es, dass Frauen sich für die Familienarbeit entscheiden oder auch Männer
Oder sagen wir, nein, das können wir aus gleichstellungspolitischer Sicht nicht hinnehmen, deswegen müssen wir alle Anreize, Ehegattensplitting, Betreuungsgeld und dergleichen abschaffen. Das ist der zentrale politische Streitpunkt, das, was unter dem Stichwort läuft, Inkonsistenz. Kann man aber andererseits... Jetzt sind Sie aber gleich ruhig. Ja, sicher. Nee, ich wollte nur darauf hinweisen. Das ist das Wesen von Wahlfreiheit, dass man natürlich verschiedene Optionen schaffen muss. Also auch Optionen, von denen man selbst persönlich nichts hält. Also sprich, aus gleichstellungspolitischer Sicht halte ich natürlich auch Ehegattensplitting oder Betreuungsgeld für problematisch. Richtig. Mhm. Wenn ich aber prinzipiell akzeptiere, dass die Paare selbst entscheiden sollen, und zwar aus ihren individuellen persönlichen Entwicklungsgründen, je nachdem, welche Karriere sie haben, wie gut jemand eben sozusagen sich mit Kindern beschäftigen will. Wenn ich denen diese Freiheit lassen will, dann bin ich dann auch bereit, dieses Lebensmodell zuzulassen oder auch nicht. Das ist der politische Streit, um den es geht. Genau, darüber wollen wir ja streiten. Welche Rahmenbedingungen braucht es, die diese Optionen und Wahlfreiheit möglich macht? Ich bin froh, dass wir eine Juristin haben, die kennt das Grundgesetz besser als wir wahrscheinlich alle und auch ihre Auslegungen. Bitte schön. Ja, aber darauf beschränkt es sich dann auch. Ich bin keine Staatsrechtlerin, sondern in meinem privaten Leben Strafrechtlerin. Gleichwohl weiß ich aber, das ist richtig natürlich, Herr Petropoulos, die Ehe und Familie steht unter dem besonderen Schutz der staatlichen Gemeinschaft. Das stimmt, so steht das da drin. Aber daraus folgt nach ganz herrschender Meinung gerade nicht, dass die Ehe zu fördern sei vom Staat. Daraus resultiert gerade nicht, dass die Ehe privilegiert werden muss gegenüber anderen Lebensgemeinschaften. Und das ist auch ein Ergebnis der letzten Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht getroffen hat. Da gibt es gar keinen Streit drüber, das ist klar. Besonderer Schutz heißt nicht, dass ich privilegieren muss. Und das würde auch gar nicht hinhauen, denn wir haben vor einiger Zeit eine schöne Pressemitteilung gemacht unter dem Titel die fünf verbreitetsten Irrtümer zum Ehegattensplitting. Mhm. Da steht also in fünf Punkten schön zusammengefasst, was eigentlich alles sehr schwierig ist. Ich bin auch keine Steuerrechtlerin, das ist nicht so unproblematisch und einfach eingängig mit dem Steuerrecht, aber ganz klipp und klar steht da drin, es ist ja eben nicht so, dass das Ehegattensplitting zum Beispiel jede Form von Ehe fördert. Tut es ja nicht, es fördert nur eine ganz bestimmte Art von Ehe. Nicht die der Partner mit gleichem Einkommen auf Augenhöhe. Tut es nicht. Nein, es fördert die mit einem großen Einkommensgefälle. Und am meisten fördert es die, wo einer gar nichts verdient und der andere ganz viel. Dann rechnet sich das richtig, bei den anderen nicht. Und das Ehegattensplitting fördert auch nicht jede Familie mit Kindern. Ist nicht so. Weil sich das für Familien, wo die Einkommen nicht hoch sind, überhaupt gar nicht rechnet. Die können die Freibeträge für die Kinder gar nicht ausüben. Es gibt noch weitere Punkte, vielleicht kommen wir da noch drauf. Im Übrigen finde ich, dass Sie bei den Rahmenbedingungen, und das soll mein zweiter Punkt hier sein in meiner Erwiderung, das Pferd vom Schwanz aufzäumen. Sie sagen, die Menschen wollen das so und darum müssen wir die Rahmenbedingungen so machen. Letztendlich sagen Sie, die Frauen wollen ja zu Hause bleiben, wollen sich um die Kinder kümmern. Indirekt sagen Sie das. Wollen zu Hause bleiben, wollen sich kümmern und weil die Gesellschaft das mehrheitlich so will, ist es in Ordnung, dass der Staat Ehegattensplitting, Betreuungsgeld und was weiß ich was noch alles tut. Und das tut er auch in ihrer Fehlannahme, dass er dazu verpflichtet sei, wegen Artikel 6 Absatz 1. Das ist, wie gesagt, nicht der Fall. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Familien fallen in diese Retraditionalisierung, wie es heißt. Sobald ein einziges Kindchen da ist, weil sie vor die ganz praktischen Schwierigkeiten gestellt werden, dass es die Infrastruktur nicht gibt, dass der Anreiz natürlich ausgeht, wenn er da ist, wenn ein Einkommensgefälle da ist, zu sagen, okay, also ich diese Leistungen jetzt alle outsource, wie man modern sagt, und mir das einkaufe, dann bleibe ich eben zu Hause und mache es selber mit den fatalen Folgen, die nachher kommen. Und dann stimme ich Ihnen auch insofern zu, wenn es trotzdem dann Menschen gibt, die wollen das so machen, ganz frei bestimmt, ja, dann sollen sie das machen können, aber dann müssen sie wissen, welches Risiko sie laufen, nämlich das einer nicht eigenständigen Sicherung. Und Sie wissen genauso gut wie wir alle im Saal, dass heutzutage die Ehe keine Geschichte mehr auf Lebenszeit ist, dass ein Drittel all dieser Familien, die das mit Werf angehen am Anfang, nachher geschieden sind, in den Großstädten sogar jede zweite Ehe. Und dass dann meistens diese Frauen, 90% der Alleinerziehenden sind dann nämlich Frauen, 90% dieser Alleinerziehenden da sitzen mit Kindern und in prekären Verhältnissen leben, während es den Männern meistens nach einer Trennung besser geht als vorher, was ihr für sie allein verfügbares Einkommen anlangt. Und da kann ich doch nicht sagen, die Menschen wollen das und also muss ich die Rahmenbedingungen so setzen. Den Ansatz teile ich nicht.
Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, da sind wir mitten in der Diskussion, was für ein Instrument Ehegattensplitting ist. Ich glaube, Frau Pisal hat sehr gut beschrieben, was die Irrtümer sind und wie sehr hier ein Lebensmodell privilegiert wird, obwohl dieses Lebensmodell so gar nicht mehr gelebt wird. Jede zweite Ehe wird geschieden in Deutschland. Ich würde gerne, weil das ja auch viele hier interessiert, ihr habt euch jetzt als Grüne in der Programmatik entschieden, das Ehegattensplitting abzuschmelzen. Das hat so einen unglaublichen Empörungsschrei geführt. Ich glaube, man konnte ihn wieder einfangen. Ich kann nur sagen, ich als aus meinem persönlichen Umfeld erlebe gerade Leute, die in der oberen Gehaltskategorie sind, also nicht in der ganz oberen, aber in der einigermaßen oberen Mittelschicht sich bewegen, panische Angst vor diesem Abschmelzen oder auch Abschaffen des Ehegattensplittings haben. Ich versuche das zu verstehen, woher diese Ängste kommen. Würde dich einfach noch mal bitten, wie ihr das jetzt wirklich auch noch mal in der diskutiert, wie geht ihr mit diesen Widerständen um, die es dagegen gibt? Wie erklärst du dir diese Widerstände gegen erstmal noch nicht mal ein Abschaffen? Es reden ja sowieso nur noch alle über Abschmelzen. Mache ich gleich. Ich möchte aber gerne noch auf was eingehen, was ich hoffentlich falsch verstanden habe. Ich bin jetzt keine Juristin, aber ich habe nicht verstanden, dass das Grundgesetz das Leitbild einer Bevölkerungspolitik ist. Genau. So wie Sie das beschrieben haben, ist das da sozusagen das Grundgesetz und Schutz von Ehe und Familie heißt, es geht um Nachwuchs, Nachwuchs. So, und dann sind wir aber ganz schnell an der Bevölkerungspolitik, wo ich immer mich erinnere, dass wir uns da massiv kritisch aufgestellt haben in China, die Ein-Kind-Politik. Der Staat sagt, wie viele Kinder darfst du haben? Ein Kind. Mich erinnert es auch verdammt an Äußerungen vom Vatikan oder an Äußerungen der CSU, wo man mich mal beschimpft hat in der Fernsehdiskussion. CSU, ein Ministerpräsident, der gesagt hat, also Frau Roth, Sie haben Ihre natürliche Rolle nicht erfüllt. Dann brauchen Sie sich auch nicht wundern, wenn Sie da, Sie haben nichts zu erwarten, Sie haben Ihre Rolle nicht erfüllt. Da sind wir nämlich bei dem, wenn Sie sagen, da muss der Staat dafür sorgen, dass die Ostgebiet, also unsere Ostregionen Ostgebiet. Nicht, unsere, ich gucke die Astrid an, weil die so groß geguckt hat, die kommt aus Thüringen. Nein, das weißt du schon, wie ich das. Aber wenn Sie das so sagen, das klingt wirklich richtig schrecklich. Und ich glaube nicht, dass das Leitbild unserer Demokratie ist. Nicht zuletzt aufgrund unserer historischen Erfahrungen und Verantwortung, dass wir jetzt nicht das mit Bevölkerungspolitik verwechseln. Ehegattensplitting abschaffen ist nicht möglich. Wir haben gesagt, wir wollen es langsam abschmelzen, weil es ja auch sowas wie Bestandsschutz tatsächlich ein Problem ist, dass sich Paare darauf eingelassen haben, auf das Ehegattensplitting zu setzen. Aber noch einmal, Anreize ist was anderes wie Privilegierung von Modellen wie der klassischen Ehe. Und sie wird dann privilegiert und steuerlich bevorzugt, wenn es eine Alleinverdiener oder faktisch eine Alleinverdiener-Ehe ist. Noch einmal, wenn einer der beiden Partner oder Partnerin ein Drittel und der andere zwei Drittel verdient, dann profitiert man gar nicht, sondern du profitierst davon, dass einer oder eine ganz, 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 ganz wenig verdient und der andere viel. Das führt faktisch zu einem unglaublichen Druck bei Paaren. Wieder. Bei meiner Schwester war das auch leider so, dass dann der Mann sagt, du pass mal auf, das lohnt sich doch gar nicht, dass du arbeitest. Im Gegenteil, da haben wir sogar einen Nachteil davon, mach du mal lieber gar nichts. Also oder mach du mal eine lange Kindererziehungspause, gibt sowieso keine Kindereinrichtung und. Mit erheblichen ökonomisch miesen Folgen für meine Schwester, die tatsächlich in einer extremen Abhängigkeit von in dem Fall ihr Mann ist, glücklicherweise steht da jetzt eine Scheidung nicht an, aber wenn die anstehen würde, würde sie ziemlich mit
ziemlich unter großen sozialen Schwierigkeiten dastehen. Deswegen sagen wir, wir wollen ran an diese Privilegierung noch einmal, weil es uns nicht um die Privilegierung eines Rollenmodells geht, weil es uns nicht um die Privilegierung eines Instituts geht, sondern weil es uns darum geht, tatsächlich Leben mit Kindern oder für Kinder etwas zu tun, Anreize im positiven Sinne, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Vereinbarkeit von Kind und Karriere, ich sage bewusst Karriere, das dürfen Frauen nämlich in der Zwischenzeit auch sagen und machen, dass das tatsächlich das im Vordergrund steht und nicht die Unterstützung des Instituts. So, wir fangen an bei etwa 60.000, das ist schon eine sehr, sehr hohe Summe. Wir sagen, wir wollen hin zu einer Individualbesteuerung bei Übertragung des Grundfreibetrags, auch des Partners oder der Partnerin. Und wir wollen den steuerlichen Vorteil deckeln bei 1.500 Euro. Ich gucke jetzt meine Hauptexpertinnen an, die sind da noch mehr, viel mehr drin wie ich. Aber das fängt bei einem sehr, sehr hohen Niveau an. Das ist aber eine andere Logik. Insofern gibt es deswegen ganz andere Logik. Insofern gibt es deswegen natürlich massiven Widerstand und auch massive Ängste. Jetzt kann man uns Grüne kritisieren und kann sagen, ja, wenn ihr das Ehegattensplitting so kritisiert, warum wollt ihr dann das Ehegattensplitting für schwule und lesbische Paare? So, da sage ich jetzt was. Weil ich glaube, du schaffst nicht eine falsche steuerliche Privilegierung durch die Diskriminierung von Schwulen und Lesben ab. Ich hatte eine ähnliche Debatte, als ich D1, ist eine Weile her, im Europaparlament mich eingesetzt habe für das Eheschließungsrecht von Schwulen und Lesben. Übrigens sehr massiv unterstützt von vielen in anderen Ländern, von vielen auch Konservativen aus den Niederlanden und sonst irgendwo. Da bin ich vor allem von deutschen Feministinnen massiv kritisiert worden, die gesagt haben, wie kannst du so etwas unterstützen, was doch eine patriarchale Grundidee hat. Und ich sage, dann müssen wir das Patriarchat anders bekämpfen, aber nicht, indem ich meinen schwulen Freunden sage, ihr dürft diesen Vorteil nicht benutzen. Das heißt, solange das Ehegattensplitting existiert, wollen wir selbstverständlich, dass es dann auch gilt für schwule und für lesbische Paare, weil wir nicht ein bisschen Ehe wollen, sondern die wirkliche Gleichstellung wollen. Aber selbstverständlich mindert es nichts daran, dass wir es insgesamt abschmelzen wollen. Dag, du kommst gleich auch ganz ausführlich zu Wort. Ich würde aber an der Stelle noch mal ganz kurz Sie einbringen in die Diskussion, weil mir hat sehr gefallen, dass Sie sich zu Wort gemeldet haben nach dem Verfassungsgerichtsurteil, nämlich der Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben für Ehegattensplitting. Da haben Sie gesagt, unter Gleichstellungsgesichtspunkten gerne, aber hier geht es weiterhin um die Privilegierung eines Lebensmodells, das den anderen in der Abhängigkeit entlässt. Ich fände es gut, wenn Sie das nochmal begründen würden. Und was haben Sie eigentlich für eine Resonanz da drauf gekriegt? Das würde mich auch noch interessieren. Wenig. Wenig. Vor allen Dingen keine wütende, womit ich ja dann doch vielleicht gerechnet hatte. Mhm. Nein, ich finde, etwas Schlechtes wird nicht besser dadurch, dass man es auf mehr Köpfe verteilt. Das ist ein Fehlanreiz. Dabei bleibt es auch, und Sie werden in Zukunft ja auch nicht mehr Freude daran haben, wenn zwei Männer, die mit Kindern zusammenleben oder nicht, oder zwei Frauen mit Kindern oder nicht, sich trennen oder auch nicht und dann vor derselben Situation stehen. Also der Unterschied ist ja keiner. Ob nun ein Mann bei einem schwulen Paar zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert und nach einer Trennung sehen muss, wo er bleibt, weil er keine kontinuierliche Erwerbsbiografie hat, zum Beispiel. Oder ob eine Frau mit einer Frau zusammenlebt und ihr eigenes Einkommen marginalisiert sieht und sich trotz guter Ausbildung auf irgendeinen Minijob oder auf Teilzeit verlegt und auf dem Papier jeden Monat den Eindruck hat, was sie tut, ist ja nichts wert. Man darf ja nicht vergessen, welche Symbolwirkung auch davon ausgeht durch dieses Ehegattensplitting. Der eine Verdienst wird ja nicht nur, er ist nicht ohnehin schon klein, er wird noch weiter marginalisiert. Also ich kann dazu nur sagen, obwohl ich hier nichts aus meinem persönlichen Leben zu erzählen vorhabe, weil das normalerweise nicht interessiert, aber ich habe spät geheiratet, mein Mann verdiente ungefähr so viel wie ich, weil er auch den gleichen Beruf hat. Und in den ersten Monaten guckte ich auf einmal auf meine Abrechnung und da stand da fast nichts mehr, weil ich nämlich diese theoretische Steuerklasse von irgendeinem wohlmeinenden Amtmann, nehme ich mal an, zugeteilt bekommen habe, aber Frauen sind da auch nicht besser.
Und da habe ich nichts Besseres zu tun gehabt, als sofort wütend dahin zu rennen und das rückgängig zu machen. Und ich hätte das auch rückgängig gemacht, kann ich Ihnen sagen, wenn es mich Geld gekostet hätte. Einfach weil ich nicht bereit war, das hinzunehmen, dass meine Arbeit jetzt auf einmal nichts mehr wert sein sollte. Hätte sich nicht ausgewirkt, am Ende des Jahres hätte man es hin und her gerechnet. Aber das heißt nichts. Jeden Monat bekommen Sie den Eindruck vermittelt, als der Zweite, der zu Hause sich um die Familienarbeit kümmert, dass Ihre Arbeit weniger wert ist und Sie sind abhängig. Und Sie führen mit dieser Abhängigkeit keine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das gilt für Heterosexuelle, wie für Homosexuelle, wie für lesbische Partnerschaften. Das wird nicht besser dadurch. Das muss weg. Ha, jetzt wird es schwierig. Ich finde, das ist auch eine wichtige Debatte, aber nicht die Hauptdebatte, möchte ich einmal nochmal sagen, ja, weil wir ja noch anderes abarbeiten. Jetzt, trotzdem, Dag, du kriegst ganz lange Redezeit gleich. Jetzt möchte sich Herr Petropoulos nochmal melden und dann du und dann ich gucke extra auf die Uhr. Wenn Sie sich nicht kurz halten, dann nehme ich Ihnen das Mikro weg. Gut, also ich wollte zunächst mal auf Frau Roth eingehen. Nee, also es geht nicht. Nee, nur zu dieser Frage ja, jetzt. Nee, es geht ja um den Punkt Ehegattensplittung und auch, da sind wir bei dem Thema Lesben. Bevölkerungspolitik. Nee, das möchte ich jetzt nicht. Ja, ich meine, ist doch der Punkt bei der Geschichte. Es geht doch um Leitbilder, das ist doch der zentrale Punkt. Nein, ich habe Sie jetzt nur drangenommen, weil Sie mir signalisiert haben, dass Sie sich nochmal um Gleichstellungsaspekt oder nicht für Schwulen und Lesben Ehegatten splitten. Kann ich auch. Also nur egal, dazu. Das ist gar kein Problem, das kann man auch von der Seite aufziehen. Also grundsätzlich habe ich gar kein Problem damit, weil Sie sagen, also Frau Piesal, die Ehe würde nicht in besonderer Weise privilegiert. Wird sie ja nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts weiter, nur dass der Ehebegriff erweitert worden ist. Alle Formen des rechtsverbindlichen Zusammenlebens haben dann eben die entsprechenden steuerlichen Gleichstellungsmöglichkeiten. Das ist der Punkt, um den es geht. Und das ist auch das, was ich auch vollkommen befürworte. Denn auch da sind wir dann wieder beim Thema Rationalität unseres Grundgesetzes. Es geht selbstverständlich darum, dass der Staat ein Interesse daran hat, wenn Menschen sich privatrechtlich verpflichten, füreinander einzustehen, weil sie nämlich auch den Staat und das Gemeinwesen entlasten im Falle von Arbeitslosigkeit, von Krankheit, von Pflege. Wenn das alles vom Staat gemacht werden muss, kostet es viel, viel mehr, als wenn er diesen Paaren das Ehegattensplitting gibt. Das ist der Sinn der ganzen Geschichte. Mhm. Es ist einfach eine Einsparungsmöglichkeit. Deswegen, die Ehe ist die kleinste institutionalisierte Form der Solidarität. Und die ist eben auch, hat eine gewaltige sozialstaatliche Entlastungsfunktion. Das sehen Sie bei Hartz IV und anderen Geschichten. Und dementsprechend hat der Staat das Ehegattensplitting eingeführt. Und das, weil Sie vorhin gesagt hatten, 40% der Paare hätten ja gar keine Kinder. Also ich möchte doch nochmal, weil der Herr Sternburg ja auch... Ganz kurz, ich wollte nur darauf hinweisen, Herr Steinbrück, als Bundesfinanzminister in der Großen Koalition hatte sich genau mit diesem Thema Ehegattensplitting beschäftigt. Und er hatte festgestellt, dass 90% derjenigen, die das beziehen, Ehepaare sind. Sie dürfen nämlich nicht vergessen, selbstverständlich sind da auch Ehepaare dabei, wo die Kinder schon aus dem Haus sind. Ja, natürlich. Die bekommen es natürlich auch noch. Bitte. Das ist der eine Punkt. Also, nein, doch, keinen mehr. Es geht jetzt um Fairness auf dem Podium, das muss ich ganz klar sagen. Ja, und also. Da ist definitiv, wenn überhaupt einer diskriminiert, dann Dag. Und ich dachte wirklich, Sie wollen jetzt nochmal beide auf die Dimensionen Ehegatten, das kannst du auch gleich machen. Was ich einfach wichtig finde, Dag, wie ihr als Bundesforum Männer, eben genau auch darüber diskutiert und was sind auch Schritte dazu, ne, sagen wir mal, wirklich Wahlfreiheit herzustellen, weil in einigem dessen, was wir hier diskutieren, nämlich Lebensmodell Alleinernährer Leitbild, ist ja was glaube ich gerade auch Männer massiv zu stören beginnt, sie sich da in einer Verantwortung fühlen, die sie so gar nicht mehr übernehmen wollen. Wie diskutiert ihr das? Was habt ihr da für gleichstellungspolitische Forderungen auch, die diesem Ziel näher kommen? Ja, danke. Das Ehegattensplitting ist tatsächlich auch ein großes Thema bei uns und wir sind dafür, das auch abzuschaffen. Mhm. Gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, wie du, Claudia, dass die sozusagen nachholende Entwicklung bei denjenigen, die bislang in den herrschenden Strukturen sozusagen von etwas ausgeschlossen sind, ein progressiver Schritt ist. Gleichzeitig muss man sozusagen
weiterkämpfen und sagen, da müssen wir drüber hinweg. Ist für mich so ähnlich eine Krücke wie die Quotenforderung für Frauen in die Führungsposition, wo ich sage, die braucht, solange es sozusagen nicht von selbst aus passiert, obwohl die qualifiziert sind, obwohl sie mitbringen, alles, was es dafür braucht und es einfach Ausschlussstrukturen gibt. Ich bin dafür, dass es auch weitere Quotierungslogiken gibt, die eben dann in dem Fall stärker auf Jungen und Männer und Väter schauen und sagen so, wie kommen wir eigentlich dazu, in die sozialen Dienstleistungsberufe auch die Männer reinzubringen. Das hat dann auch was mit den Wahlfreiheitsoptionen zu tun, wenn ich in einer Familie groß werde als Junge und das Gefühl habe, ich möchte gerne eher in einen sozialen Dienstleistungsberuf, dann fällt es mir verdammt schwer. Da sind natürlich die Einkommensverhältnisse eine Schwierigkeit, aber nicht nur die. Also da gibt es eben ganz klare Männlichkeitsanforderungen, die an mich adressiert werden aus der Gesellschaft heraus, die es mir schwer machen zu sagen, offen zu bekennen, hinzugehen in meinem Freundeskreis, in der Peer Group und zu sagen, ich will Altenpflege. So, das ist einfach verdammt schwierig. Und gleichzeitig ist da dann genau das Problem, wenn wir das Ehegattensplitting anschauen, dass dort eine Anreizstruktur gesetzt wird, zu sagen, Familie, Mann, Ernährermodell, da musst du dich hinterklemmen. Wenn du das nicht machst, dann hast du sozusagen ein Problem, dann bist du, nicht auf dem ganz richtigen Wege, Familie anzustreben. Und das ist eine große Bürde. Ob das faktisch immer so stimmt, ist ja eine ganz andere Sache, aber die Erzählung ist da. Also, dass gesagt wird, du musst doch ein ordentliches Einkommen erwirtschaften, das sagen die Jungs, wenn man sie befragt, auch selbst, als sozusagen an sich selbst gerichtete Zukunftserwartung. Ich muss erstmal eine gute Ausbildung machen, dann ein vernünftiges Einkommen, dann kann ich auch eine Familie gründen. Das ist so die durchgängige Erzählweise. Und da müssen wir ran, dass sozusagen auch andere Optionen für sie geschaffen werden. Deswegen brauchen wir von der politischen Seite ganz klare Anreizstrukturen zu sagen, Führung und Teilzeit, um ganz oben anzufangen, das ist kein No-Go. Sowas Ähnliches wie Doppelspitze muss man denken können. Also Job-Sharing auch in den obersten Etagen sind Optionen mit allen. Wenn man es will, kann man es machen. Es ist natürlich nicht ohne Reibungsverluste zu bekommen, aber da muss man ran. Man muss sehen, Ehegattensplitting hat was mit, ich sage es ja zugespitzt, mit Klassenverhältnissen. Diejenigen, die am meisten davon profitieren, haben dann am Ende des Jahres 15.000 Euro Splitting-Vorteil. Das sind aber diejenigen, die über eine halbe Million Einkommen haben. Für die sind diese 15.000 fast Peanuts. Wenn man aber auf die andere Seite schaut, die mit einem Minijob leben müssen, und das sind knapp 7 Millionen Menschen in Deutschland, die haben ein Jahreseinkommen von 5.400 Euro. Für die ist das einfach eine Frechheit, wenn die mitkriegen, wer eine halbe Million Haushaltseinkommen hat, kriegt man auch obendrauf einen Splitting-Vorteil von einem Dreifachen meines Jahreseinkommens. Das geht nicht. Und das ist für Männer wie für Frauen eine Frechheit. Und es ist für Männer eine besondere, aus unserer Perspektive auch eine besondere Herausforderung, sich dahinzustellen, zu sagen, wir wollen diesen vermeintlichen Vorteil für uns nicht mehr haben, weil der uns in eine Rolle bringt, die wir auch nicht mehr haben wollen. Wir sind nicht diejenigen, die hier den Hauptverdienst erwerben wollen. Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnerinnen und unseren Partnern sozusagen die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Und wir wollen in Berufe rein, die uns entsprechen und nicht die unseren Rollenstereotypen entsprechen, weil wir mit einem Geschlecht geboren sind in dieser Welt, wo dann gleichzeitig eine ganze Kette von Erwartungen an uns gerichtet werden. Und dafür setzen wir uns als Bundesverband ein, dass diese Vielfaltsoptionen viel, viel stärker und viel, viel selbstverständlicher wahrgenommen werden können. Ja, du darfst und dann kriegen Sie. Ich würde gerne einfach nochmal versuchen zu erklären, warum das kein Widerspruch ist zu sagen, wir wollen das Ehegattensplitting abschmelzen, auf der anderen Seite aber erstmal gleiche Rechte schaffen. Weil für viele, für Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Identität zu Menschen zweiter Klasse gemacht werden, ist es unglaublich wichtig, ich glaube auch für eine Demokratie unglaublich richtig, dass ich nicht weniger Rechte habe, nur in Anführungszeichen, weil ich schwul oder weil ich lesbisch oder transgender bin. Und das Bundesverfassungsgericht hat doch den Weg aufgezeigt. 6-mal hat das Bundesverfassungsgericht einen Beschluss gefasst und erst dann hat die Bundesregierung immer wieder darauf reagiert. Und unsere Forderung muss doch sein, gleiche Rechte, nicht ein bisschen gleiche Rechte, nicht ein bisschen so. Und wenn das geschaffen ist, dann heißt es aber, dass man dann rangeht und sagt, das heißt aber nicht, dass ihr, dann seid ihr gleichermaßen privilegiert, aber wir wollen an diese Privilegien ran. Und wir wollen nicht, dass in Ich will
nochmal sagen, ich will nicht den schwulen Paaren jetzt erklären, super, dass ihr schwul seid, dann werdet ihr, machen wir jetzt bei euch schon mal das weg von der Privilegierung durch ein Ehegattensplitting, sondern erstmal gleiche Rechte und nicht ein bisschen Ehe, nicht ein bisschen Lebenspartnerschaft, nicht ein bisschen Benachteiligung beim Altersvorsorge, Verträge, Zertifizierungsgesetz bei der Abgabenordnung, da gibt es 5, 6 Adoptionsrecht, sondern erstmal gleiche und dann könnt ihr euch aber darauf einstellen, dass wir an euer Ehegattensplitting rangehen, wenn ihr davon profitieren würdet. Zweitens, wenn ich sagen darf, Doug, was Doug gesagt hat, finde ich unglaublich wichtig, auch das auf dieser Heimattour, Heimatkundetour, wenn dir Kindergärtnerinnen oder Leiterinnen von Kindergärten sagen, Mai, Frau Roth, jetzt haben wir keine Zivis mehr, wir suchen händeringend Zivildienstleistende, wir suchen händeringend auch Männer, die bei uns arbeiten, weil durch die Kinder oft aus Alleinerzieherfamilien mit Müttern, also ganz oft, das sind ja 25% der Kinder, in der Regel sind es Mütter, die alleinerziehend sind, sehen in der Kita oder im Kindergarten Erzieherinnen, Pädagoginnen, also Frauen. Dann in den ersten Schuljahren sind es in der Regel auch Frauen. Und dann werden da schon Geschlechterrollen wieder sozusagen über diese Begegnungen und diese Abwesenheit von Männern total zementiert und durch die nicht gesellschaftliche Anerkennung, die sich auch materiell auszeichnet, sagt die Kindergartenleiterin, bekommt sie einfach niemand. Und in der Pflege, ehrlich gesagt, ganz genau das Gleiche. Und wenn der Dienstleistungssektor insgesamt ein riesen wichtiger Sektor in unserer Gesellschaft ist, demografischer Wandel und, die nicht darauf setzt, eine Gesellschaft, die nicht auf Privatisierung von sozialen Risiken setzt, also sprich, in der Pflege ist dann mit Sicherheit irgendwo eine Tochter oder eine Schwiegertochter, sondern das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, finde ich das sehr, sehr gut, diesen Anspruch, dass genau dieser Dienstleistungssektor, wo es um Kinder, um Pflegebedürftigkeit, um haushaltsnahe Leistungen geht, auch etwas, wo viel Kompetenz ja verlangt wird, wo man das absolut geschlechtermäßig öffnen muss. Gut, die Zeit schreitet voran, was mich dazu bringt, dass ich jetzt gerne nochmal in der eher letzten Runde sehr, bevor wir öffnen, sehr präzise wissen möchte von jedem, wie eigentlich diese nicht vorhandenen Optionen oder die Diskriminierungen, die da sind, abgebaut werden können. Meine These ist, wer eigenständige Existenzsicherung möchte, wer jedem und jeder unabhängig von der Lebensform, in der er lebt, ein selbstbestimmtes Leben möglich machen möchte, nicht abgeleitet und abhängig, der muss entrümpeln das Arbeitsmarktrecht, das Steuerrecht, viele, viele andere Sektoren der Gesellschaft. Und mich würde einfach mal interessieren, wie weitgehend denn diese Entrümpelungsformen und wer sind da Bündnispartner? Sie, Frau Pisal, fordern ja mit dem Deutschen Juristinnenbund auch eine konsistente Gleichstellungspolitik. Ist die ein Weg zu dem, was das Leitbild eigenständige Existenzsicherung ist, befördern helfen kann? Ja, ich denke, das ist auch beinahe die einzige Möglichkeit, weil wir im Augenblick ja ganz disparate Erwerbsbiografien haben zwischen Männern und Frauen. Und was Herr Schölper eben gesagt hat, das ist ja ein wichtiger Punkt. Es ist ja nicht nur so, dass die eine Sorte Mensch den Stereotypen ausgesetzt ist, den Rollenzuschreibungen, den Erwartungshaltungen der Gesellschaft. Das ist bei den Männern ja genauso. Und das alles macht es sehr, sehr schwierig, wirklich nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen als Paar, in welcher Konstellation auch immer, seinen Vorstellungen von Leben und Familie entsprechen zu können. Mhm. Das eine bedingt das andere. Wenn ich die einen Stereotype nicht aufbreche, komme ich auch an die anderen nicht ran. Und solange ein Mann, der lieber in der Kita oder in der Altenpflege arbeiten will, ein Weichei ist und keine Akzeptanz findet, weder bei Frauen noch bei Männern, ist das kein Wunder, wenn sich da nichts tut. Denn die Menschen wollen sich nicht nur verwirklichen, sie wollen auch Wertschätzung über ihre Arbeit und über ihre Lebensweise haben.
Und deswegen beugen wir uns ja auch alle den Erwartungshaltungen, was wieder dagegen spricht, dass wir uns gesetzten Rahmenbedingungen aussetzen müssen, sondern unsere Bedürfnisse sollen die Rahmenbedingungen produzieren. Ein einziger Satz noch, ja, zu der Entscheidung. Wir haben die Entscheidung begrüßt. Unter der Prämisse, das Recht ist, wie es ist. Und da das Recht ist, wie es ist, es gibt das Splitting, ist es für uns gar keine Frage, dass das für alle rechtlich verfassten Gemeinschaften gelten muss. Bin ich ganz bei Ihnen. Genau. Nur leichter wird es nicht, etwas abzuschaffen, wenn sich noch mehr Leute daran gewöhnt haben. Hat eins. Und zweitens hatten wir die Hoffnung, das Verfassungsgericht würde, was es nur ganz leicht, aber dann nicht konsequent getan hat, sich der Frage annehmen, ob das Ehegattensplitting an sich verfassungsgemäß ist. Das hätte es in diesem Kontext nämlich tun können. Mal schauen, ist es das überhaupt? Und wenn man die Geschichte anschaut, die eben nicht so ist, dass das ein Geschenk gewesen wäre, weil die Familien das wollten, sondern eine Zwangsmaßnahme, um Frauen, wie es damals hieß, zurück ins Heim zu führen und dahin zu erziehen, dass sie wieder ihren Pflichten nachkommen, wozu wahrscheinlich auch das Gebären gehören soll, dann muss man sich wirklich Gedanken machen, ob das 60 Jahre nach der Verabschiedung wirklich noch verfassungsgemäß sein kann. Gut, aber das Verfassungsgericht hat diese Chance bei dieser Gelegenheit nicht ergriffen. Die Entscheidung ist, wie sie ist, und mit der Prämisse ist sie auch natürlich gut, wobei ich mir nicht anmaße, eine Entscheidung des Verfassungsgerichtes zu loben oder zu kritisieren. Das steht mir nicht an. Aber, wie gesagt, ich bin ganz auf Ihrer Seite. Es ist so, wie es ist, und dann muss es für alle gelten, Art 1. Zwei Jahre entrümpeln muss man. Die Politik ist in ihrer Gesetzgebung nicht konsequent gewesen, nicht konsistent. Das zeigt sich für die Familien und für die Rollenstereotype. Das merken Sie ganz deutlich daran, dass es eben Anreize gibt für Frauen, nicht außer Haus berufstätig zu sein, erwerbstätig zu sein oder in Zukunft für einen Partner. Während auf der anderen Seite, wenn diese Familienphasen vorbei sind und der unmittelbare Nutzen der Familienarbeit für den anderen Partner nicht mehr sichtbar, wenn es zu Trennung, Scheidung oder auch im Fall des Versterbens dann darauf kommt, dass die Personen auf sich gestellt sind, dann wird eigenständige Existenzsicherung gefordert. Und da muss ich sagen, ja, woher denn? Wo soll denn das herkommen, wenn ich 20 Jahre Familienarbeit geleistet habe? Dann habe ich vielleicht 5 Jahre gehabt mit einem Minijob oder einer Teilzeit von 10 Stunden, bevor die Älteren aus der Familie pflegebedürftig werden, was natürlich dann auch der eine Partner übernimmt, der das vorher schon getan hat. Der andere hat ja seine Karriere gepflegt. Wo soll denn das dann herkommen, dass derjenige auf sich selbst gestellt existieren kann? Das kann er nicht. Und im Allgemeinen trägt das Risiko dann eben nicht mehr nach dem neuen Unterhaltsrecht der andere Partner, damals Frauen, jetzt vielleicht dann auch Männer, ja, sondern dann fällt im Extremfall, abgesehen davon, dass dieser Mensch unter unwürdigen und prekären Umständen leben muss, meistens sind es Frauen, mit billigen Jobs, mit schlechten und unqualifizierten Arbeiten, mit der ganzen Entwürdigung, die mit dem Empfang von Transferleistungen zusammenhängt, dann fällt das nämlich der staatlichen Gemeinschaft zur Last. Und da muss ich sagen, dass die bisherige Konstellation offensichtlich finanziert wird. Erstens von allen Steuerzahlern, von den gering verdienenden Frauen, von den ganz normal verdienenden Männern, auch von den Hochverdienenden, um ein einziges Karrieremodell zu unterstützen, was heutzutage fast immer noch männlich geprägt ist, nämlich ein Alleinverdienermodell in einer Konstellation, wo es meist einem Mann ermöglicht wird, seine Karriere konsequent und stringent zu verfolgen, mit gutem Erfolg, und eine Frau ihm den Rücken frei hält zu Hause. Für dieses Modell geben wir dieses Geld aus. 20 Milliarden im Jahr, glaube ich, ist die Zahl. Und ja, Steuergelder. Und da muss ich sagen, mit welchem Recht? Denn welche Frau, welcher Mann, der arbeiten geht und Steuern zahlt, hat denn ein Interesse daran, für diese Gruppe von Männern diese Privilegien zu unterhalten? Das kann es doch eigentlich gar nicht sein. Also jedenfalls unter unserem Gesichtspunkt muss das weg. Dann ist Gleichstellung im Arbeitsleben ein ganz großes Thema. Wir wünschen uns ein allgemeines Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft. Da sollen die Komponenten auf jeden Fall sein, ein Entgeltgleichheitsgesetz. Auf jeden Fall eine Abschaffung der Minijobs. Wir wollen einen Mindestlohn, weil nur auf dem Weg auch eine gerechte Bezahlung auf den Weg gebracht werden kann, für Frauen wie für Männer. Und wir sind... wir wissen natürlich, dass das nicht alles sofort geht und nicht alles Akzeptanz findet. Vielleicht braucht manches Übergangszeiten beim Ehegattensplitting sicherlich. Das soll ja nicht gehen wie in der Vergangenheit beim Unterhaltsrecht, hoppla hopp, dass die Menschen, die andere Planungen getroffen haben, auf einmal vor vollendete Tatsachen gestellt werden und ihr Leben mit 50 neu einrichten sollen, aber die Grundlagen dafür nicht schaffen konnten. Aber das ist absolut wichtig. Minijobs gehören weg,
Mindestlohn müssen wir haben, Entgeltgleichheitsgesetz müssen wir haben und was wir dringend brauchen, Herr Schölper hat es angesprochen, das ist eine Frauenquote. Denn erst wenn Frauen auch in den Führungsetagen sind, ist akzeptiert, dass Männer auch in Teilzeit arbeiten können und umgekehrt, solange wir nicht Männer haben, die, wie Sie sagen, Herr Schölper, und das wünschen wir uns sehr, diese Solidarität an unserer Seite. Wir wollen auch nicht 40, sondern 30 Stunden arbeiten. Wir wollen auch teilen, auch in Führungspositionen teilen, weil wir von Familie etwas haben wollen und uns auch kümmern wollen, unserer Verantwortung gerecht werden wollen. Erst wenn die Männer mit uns sind, sind wir als Frauen letztendlich auch erfolgreich, weil erst dann bröckelt nämlich dieses Arbeitgebersinn, dass der Mann verfügbar ist und die Frau deswegen immer der Arbeitnehmer dritter Klasse. Erster Klasse sind nämlich die allzeit verfügbaren Männer. Dann kommen die Männer, die eigentlich so ein bisschen weniger verfügbar sind und dann kommen die Frauen. Und solange der Pool groß genug ist von Männern, die das alles mitmachen, kommen wir überhaupt nie nach oben. Weder wir Frauen noch die Männer, die das anders möchten. Danke. Es wäre jetzt fast ein perfektes Schlusswort gewesen, aber das ist mitnichten, weil ich mir vorstellen kann, wenn Sie diesen Reigen von Forderungen sehen, einerseits nochmal sich zum Widerspruch eingeladen fühlen, aber ich möchte Sie, das war ja mein Wunsch, auch aus wirklich aus Ihrer Perspektive, aus Ihrem Erfahrungsschatz wissen, was Sie denn für notwendige Maßnahmen halten, gleichstellungsorientiert, eigenständig Existenz zu sichern. Ist das überhaupt ein Ziel, dem Sie sich anschließen können? Was sind Ihre ganz konkreten Anforderungen dann auch an Politik und Gesellschaft? Man kann sich natürlich alles Mögliche wünschen. Och. Nur wenn ich mir die gesellschaftlichen Realitäten ansehe, beispielsweise die Forderung von Frau Piesal, komplette Abschaffung des Ehegattensplittings, das ist beim Bundesverfassungsgericht absolut indiskutabel. Also Sie finden keine einzige Entscheidung, wie Sie selber auch gerade festgestellt hat, bedauernd, hätte das Bundesverfassungsgericht bei seiner Entscheidung zur sogenannten Homo-Ehe leider nicht die Verfassungsmäßigkeit des Ehegattensplittings in Frage gestellt, weil es schlicht und einfach Konsens ist. Das ist der Punkt. Also ich meine, man kann sich wünschen 30-Stunden-Wochen, man kann sich wünschen mehr Männer in die Kitas, in die Pflege und dergleichen. Das scheitert alles an den Realitäten. Beispielsweise Pflege. Dann zahlen Sie doch mal einen ordentlichen Lohn in der Pflege. Macht keiner, weil das gewaltige Summen sind. Schon heute haben wir einen Pflegenotstand, weil natürlich die Pflege so schlecht bezahlt ist, die Arbeitsbedingungen so katastrophal sind, dass alle, die da drin sind, nach ein paar Jahren wieder rausgehen. Und der andere Punkt ist ja auch der, natürlich kann man sagen, die Männer sollen da rein. Nur das Problem ist, meistens sind die Männer tatsächlich eher in den Berufen, wo sie besser bezahlt werden. Und dann haben wir auch den Effekt, dass auch Frauen, wenn sie Kinder bekommen, eher sagen, ich bleibe eher zu Hause, weil unterm Strich lohnt es sich für uns als Familie, wenn du eher erwerbstätig bist. Warum haben wir denn das Phänomen, dass die Frauen trotz Tausende von Girls Days und dergleichen, wir haben schon den 5. oder 6. oder 10. Girls Day hinter uns, aber es ändert sich nichts. Die Entscheidung von jungen Frauen, vorzugsweise in eher frauenorientierte Tätigkeiten zu streben, ist praktisch unverändert. In den Technikberufen, wo die Männer sind, das sind weiterhin in erster Linie die Männer und das sind auch die Berufe, die gut bezahlt sind. Da kann man doch auch sagen, na gut, liebe Frauen, geht doch dahin, schon haben wir die Gleichstellung gelöst. Machen Sie aber nicht. Wie gehen Sie dann damit um, dass die Frauen, dass die Menschen sich eben nicht so verhalten, wie wir uns das gerne vorstellen würden? Und das sage ich, es ist ein falscher Ansatzpunkt zu meinen, nur durch die Fixierung auf den Arbeitsmarkt, wir müssen den Arbeitsmarkt fixieren. Es wird bedauert, Minijobs und anderes. Natürlich kann man Minijobs abschaffen und dergleichen. Nur, das ändert nichts an der Realität, dass sich das Arbeitsvolumen seit 1991 in diesem Land nicht verändert hat. Wir haben jetzt eine Rekordbeschäftigung, aber wir haben immer noch nicht das Arbeitsvolumen des Jahres 1991. Ja, deswegen was ist der Effekt? Je mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt strömen, bei gegebenem Arbeitsvolumen, heißt das, dass die Löhne natürlich runtergehen. Also sprich, Sie können Minijobs und dergleichen abschaffen. Der Effekt wird dann sein, dass einfach die Arbeitslosenrate steigt. Weshalb ist denn Hartz IV so erfolgreich? Weshalb ist denn die Arbeitslosenrate gesunken? Weil wir natürlich den ganzen prekären Niedriglohnsektor geschaffen haben. Deswegen sind die Arbeitslosen weg. Aber die arbeiten ja nicht insgesamt mehr, sondern die gut bezahlten Vollzeitjobs sind schlicht und einfach zu Teilzeitjobs und Minijobs geworden. Also kann den Katalog von Wünschen sich aufstellen, ändert. Man muss sich aber noch mit den ökonomischen, volkswirtschaftlichen Fakten beschäftigen. Und die sind ganz anders. Und vielleicht haben Sie sich ja auch mal die aktuelle Emma durchgelesen. Mhm. Die ist sehr informativ. Die Allensbach-Umfrage. Richtig, genau. Mhm. Und es gibt ein sehr schönes Porträt von der Frau Köcher, der Chefin des Allensbach-Institutes. Die wird ja von der Frau Schwarze selbst als vorbildlich beschrieben. Und Frau Köcher selbst sagt, sie hätte sich nicht weder für eine Partnerschaft noch für Kinder entscheiden können, weil sie zu viel gearbeitet hätte.
Also auch hier ist der Arbeitsmarkt das Hindernis. Und der andere hochinteressante Aspekt ist, dass sie sagt, bei uns im Allensbach-Institut arbeiten zu 60-70% Frauen und Mütter. Dummerweise würden die sich überwiegend für Teilzeiterwerbstätigkeit entscheiden, obwohl sie eine Krippe angeboten kriegen. Wie wollen sie jetzt damit umgehen? Wollen sie sagen, nee, die entscheiden sich leider falsch, wir müssen sie dazu bringen, dass sie ganztagserwerbstätig sind? Oder sagt man, das ist da auch diese Veggie-Debatte, dass man dann sagt, wir haben ein bestimmtes Leitbild und wir möchten, dass jetzt alle genau so leben. Und ich sage, dass so ist es angekommen. Wollen wir andere Lebensmodelle, die unseren emanzipatorischen Vorstellungen entsprechen, zulassen oder nicht? Das ist die politische Grundsatzfrage. Ja, und natürlich, ich sage, aber diese in unserer Demokratie muss das möglich sein. Schon. Ja, aber der Punkt ist der, dass Sie Fakten beschreiben, als wären sie nicht gestaltbar, als wären sie nicht veränderbar. Das sage ich gar nicht. Dabei verändert sich am laufenden Band diese Gesellschaft und zwar hin zu vielfältigen Lebensmodellen, die eben genau nicht mehr diesem geschützten Institut in der Verfassung entsprechen. Ja? Und es geht doch darum, wie diese neuen Lebensmodelle ebenfalls gleichberechtigt mit anderen Lebensmodellen gefördert oder unterstützt werden und Rahmenbedingungen für diese Lebensmodelle möglich wird, die dann auch gelebt werden können. Noch ein Nachtrag. Das ist doch die Auseinandersetzung. Zu diesem auch was die Frau Pisa formulierte, es sei doch eben so, dass Egert und Bitting würde eben jetzt weiterhin dieses traditionelle Ernährermodell fördern. Das hat doch mit der Lebenswirklichkeit nichts mehr zu tun. In den Städten, ne, sind schlicht und einfach in der Regel beide vollzeiterwerbstätig, soweit wie möglich. Nee, jetzt widersprechen Sie sich. Sie haben gerade gesagt, das Arbeitsvolumen hat sich seit 1991 nicht geändert. Und unter anderem zugunsten von 2/3 aller Minijobs, die Frauen innehaben. Jedenfalls, der Punkt ist der, soweit wie möglich wird in den Städten doppelt erwerbstätig gearbeitet, weil es schlicht und einfach anders gar nicht möglich ist. Und da wird man von diesem läppischen Ehegattensplitting, die 15.000 sind wirklich ein Spitzensteuersatz, das sind... Ja gut, auf jeden Fall, für die meisten Familien bewegt sich das zwischen 3.000 und 5.000 Euro im Jahr und deswegen wird niemand einen qualifizierten Job sausen lassen, das ist doch völliger Unsinn. Das ist doch eine Chimäre, auf die da eingeschossen wird. Also und zum anderen ist es auch so, halt noch ein wichtiger Nachtrag, auch diese Vorstellung, dass jetzt Frauen weiterhin vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden wollen, Unsinn. Selbst die Arbeitgeber fordern ja mittlerweile, dass Frauen möglichst Ganzzeit, Vollzeit erwerbstätig sind, weil sie sich schlicht und einfach auf dem Arbeitsmarkt brauchen mit Blick auf die Demografie. Von daher fordern die ja eben Kitas, fordern die Abschaffung der dreijährigen Elternzeit. Die sagen, wir wollen nur noch 12 Monate. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, liebe Leute, alle, die sich Vorstellungen über Familienfreundlichkeit, Emanzipation machen, da läuft was falsch, wenn die Wirtschaft applaudiert. Und interessanterweise gibt es auch Frauen, die das schon begriffen haben. Ja, das dass gibt hier es. Der Neoliberalismus auch hier hat man das schon begriffen. Auch in dieser Heinrich-Böll-Stiftung hat man das schon begriffen, weil einen Punkt finde ich ja wichtig. Es kann nicht sein, dass Gleichberechtigungsfragen alle ausschließlich unter einem ökonomisch verwertbaren Kriterium. Genau, das kann aber ich Ihnen gerne konzertieren. Schauen Sie deswegen, die gesamte Politik an, deswegen, auch die Grünen jetzt. Die Grünen-Forderung kann ich nicht erkennen, dass sie anders wären. Deswegen geht es auch darum, dass es Zeit Modelle gibt, na, über eine Lebenslaufperspektive, die beiden Geschlechtern eine Möglichkeit gibt, das zu machen, was man will, nämlich, was auch ein Ziel ist, nämlich zum Beispiel geschlechtsspezifische Arbeitsteilung aus. Da geht es um Zeitmodelle um und so weiter und so fort. Darüber wird diskutiert, scheinen Sie nicht wahrzunehmen. Nehmen Sie jetzt diese Diskussion als eine Möglichkeit wahr, zu sagen, Frauen und Männern, die hier sitzen, geht es nicht darum, die Gleichberechtigungsfrage ausschließlich unter ökonomischen Verwertbarkeitsinteressen zu interpretieren. Nehmen Sie das jetzt einfach zur Kenntnis. So, jetzt kommen die anderen zu Wort, Doug und dann Claudia. Ich finde es ganz großartig. Die Frage war nochmal, um darauf zurückzukommen, was sind ganz konkrete Vorschläge, ja, um Leitbildern von eigenständiger Existenzsicherung und Gleichberechtigung, Leitbild wie Aufhebung von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, unter denen ja beide Geschlechter zuweilen leiden, aufzuheben? Also ich finde den Hinweis darauf, die ökonomischen Rahmenbedingungen als Realitätscheck sozusagen stärker in den Vordergrund zu heben, ja ganz richtig. Also da haben Sie ja völlig recht. Anzuerkennen, dass seit 1991 das Arbeitsvolumen nicht gestiegen ist, aber gleichzeitig viel mehr Leute sozusagen Beschäftigung gefunden haben, das sollte schon mal zum Nachdenken anregen. Also wie ist das eigentlich möglich gewesen, dass immer mehr Leute, dann weiß man, Arbeitszeiten runter, irgendwie umverteilt und
voilà, sieht man, dass die soziale Schere in der Gesellschaft weiter auseinandergegangen ist in diesen Modellen. Also muss man über Wertschöpfung nachdenken und dann werden es eben ganz unangenehme Systemfragen, die plötzlich aufgeworfen werden, wie man denn eigentlich dahin kommt, Produktivität von industriellen oder Industrialisierungsstandards des 19. Jahrhunderts mal abzukoppeln, sodass eine Dienstleistung im Finanzgewerbe nicht mehr mit Gehältern versehen wird, die ins Bodenlose, ins Himmelreich steigen, während in anderen personennahen Dienstleistungsberufen bezahlt wird als, ich weiß nicht, also es gibt für mich da kein Zusammenhang. Und diese ewig ökonomistischen Begründungszusammenhänge, da wird doch kein Mehrwert geschaffen, weil immer noch davon ausgegangen wird, man nehme ein Produkt A und ein B, dann baut man daraus irgendwas und dann kann man das für mehr verkaufen, weil da ist ja Arbeitsleistung drin und so schafft man den Mehrwert. Ist natürlich schwierig, wenn ich einen alten Menschen aus dem Bett helfe und versuche, den mit einer freundlichen Zugewandtheit und Ansprache fürsorglich zu behandeln. Da ist natürlich in diesem Modell kein Platz. So, das sehe ich wohl ein, aber das heißt, man muss an diese Wertschöpfungskette irgendwie mal ran und da ein bisschen unangenehme Fragen stellen von politischer Seite. Das wünschte ich mir. Aber bis wir soweit sind und quasi die große Revolution des Gesamtsystems, Abschaffung des Kapitalismus bewerkstelligen, wünschte ich mir, dass doch ein paar konkrete Sachen sozusagen angegangen werden. Und da bin ich, oh wie Wunder, mit Frau Piesal plötzlich ganz dicht beieinander und sage dann auch, Ehegattensplitting ist ein falscher Anreiz, Betreuungsgeld ist ein falscher Anreiz, zumindest wenn man es so konzipiert wie jetzt, also 150 Euro Bonus. Entweder man sagt, das ist jetzt wirklich quasi Erwerbstätigkeitsäquivalent, da muss man auch sagen, diese Tätigkeit muss dann auch entsprechend bezahlt werden. Dann kann man darüber nochmal diskutieren, ob man das will unter sozusagen Rollenstereotypenbildern, ist nochmal eine andere Diskussion. Aber entweder man sagt, weiß ich, Größenordnung 1500 Euro oder man lässt es. So ist es einfach nur Geldverschwendung, die nichts bringt, außer eben genau in den Bereichen, wo eine staatlich organisierte Kinderbetreuung, sichergestellte Kinderbetreuung den Kindern und den Familien helfen würden, um aus dieser Situation herauszukommen. Die total falsche Impuls. Also da können wir nicht mitgehen. Das setzt Männer, das ist unsere Perspektive, unter den Zugzwang, nochmal verstärkt in diese Erwerbsmaschinerie hineinzugehen und verstärkt genau die Mechanismen, die wir gerade kritisieren. Also das kann nicht Sinn der Übung sein. Pflegezeitgesetz, seltsam. Also wenn ich mir vorstelle, krankes Kind, alte Mutter, wie auch immer, Pflege nach einem Jahr erledigt oder gar nach 10 Tagen so spontan, also völlig sinnlos. Entweder man nimmt es ernst und sagt, Pflege ab dem Zeitpunkt, bis dann eben hoffentlich eine Heilung, im schlechtesten und leider häufigsten Fall eben mit dem Ableben, muss man also dafür eine Regelung schaffen? Also wie kriege ich eine Vereinbarkeit meiner Tätigkeit mit der Pflegeaufgabe hin? Also wie kann ich als Mann bei Siemens am Fließband so eingeteilt werden, dass ich eine Pflege damit vereinbaren kann? Darum muss man diskutieren, da muss man mit den Gewerkschaften sprechen, wie man das hinkriegt und dann muss man dafür Lösungen schaffen und nicht sagen so, naja gut, dann machen wir mal ein Jahr Pflegegeld und dann musst du aber auch wieder zurückkommen. Ja, das hilft nicht, dann ist die Mutter leider immer noch pflegebedürftig und wahrscheinlich noch pflegebedürftiger als vor einem Jahr. Also das ist, naja gut, müssen wir jetzt nicht ins Unendliche führen. Arbeit, ich habe mal vorhin geguckt, irgendwie 30 Gesetze, listet Wikipedia auf, wenn man Arbeitsrecht eingibt, irgendwie müssen wir alle ran. Also entrümpeln. Ja. So, das ist dann leider auch noch EU-Ebene, das macht es furchtbar unbequem. Da müssen wir auch auf die kommunale Ebene, das ist auch oft nicht ganz einfach, weil es da dann so um ganz eng verwurzelte Pfründe geht. Das ist nicht ganz einfach. Also das System ist tatsächlich sehr komplex und da bräuchten wir den juristischen Sachverstand, den ich leider auch als Politologe nicht so richtig mitbringe, um genau zu gucken, was sind denn nun die Stellschrauben. Aber ich denke, dass wir, wenn wir uns jetzt gemeinsam stark machen und diese 4, 5 Punkte kollektiv eingehen und sagen, unter einer Geschlechterperspektive, unter einer frauenpolitischen Perspektive und einer männerpolitischen Perspektive, sind wir dafür, dass wir wenigstens diese groben Klopse mal abschaffen, dann ist, glaube ich, eine Menge auf den Weg gebracht. Mhm. Gut. Also ich glaube, es gibt genau in diesem Themenbereich, den wir jetzt diskutieren, so unglaublich große Unterschiede zu der Regierung von Frau Merkel, zu Schwarz-Gelb und zu dem, was wir wollen. Und das sind nicht irgendwelche blaue Himmel, als blaue vom Himmel runter auf den Sankt-Nimmerleins-Tag versprechen, sondern wir haben wirklich versucht, jetzt in unserem Programm oder mit unseren Schlüsselprojekten Vorschläge zu machen, die wirklich, wenn die politischen Mehrheiten da sind, umsetzbar sind.
Denn übrigens hat die Studie, die sogenannte Frauenministerin ja selber in Auftrag gegeben hat, auch klare Vorschläge gemacht bezüglich Ehegattensplitting, bezüglich Betreuungsgeld. Übrigens identisch wie die Europäische Union, die Kommission, die ja empfohlen hat, dass man das dass man das überwindet in Deutschland. Aber Frau Schröder hat es ja nun... Den ersten Gleichstellungsbericht? Den ersten Gleichstellungsbericht, okay. Den hat sie ja nicht mal selber angenommen. Da hat sie irgendwelche Referatsmenschen gebeten, den anzunehmen. Sie selber als Ministerin nicht, was auch eigentlich eine richtige Provokation war. Und vor kurzem hat die EU ja auch nochmal, die Kommission ja auch nochmal gesagt, in Deutschland übrigens nicht zuletzt wegen der sozialen selektiven Bildungslandschaft, die wir hier haben, dass man doch bitte andere Maßnahmen ergreifen sollte. So, also erstens, ich sage es nochmal, ein großes Konjunkturprogramm für eine Infrastruktur, eine flächendeckende, qualitätsvolle Infrastruktur. Die ganz, ganz, ganz große Mehrheit, auch in Bayern, will dieses Betreuungsgeld nicht, weil es nicht das Grundproblem löst. Zweitens, Equal Gender Pay, Lohnentgelt, also Entgeltgleichheitsgesetz. Das kann nicht sein, dass 22% Unterschied ist in anderen Ländern. Gut, in Frankreich ist auch noch um die 11%, ist auch viel zu viel. Aber Deutschland liegt mit Estland und mit Österreich auf Platz 1 beim größten Lohnunterschied. Drittens, Equal Pay bei der Leiharbeit. Wir können nicht versprechen, Leiharbeit abzuschaffen. Es wird Leiharbeit geben, wenn es Auftragsspitzen gibt. Aber ich bin ziemlich erschrocken, als die Professorin aus Gießen uns berichtet hat, dass ihre Untersuchung ergeben hat, dass in der Zwischenzeit in den Kitas 30% Leiharbeiterinnen sind. 30%, die im Schnitt 50% nur verdienen. Also das ist ja völlig irre. Erstens ist das nicht etwas, wo Leiharbeit hingehört. Und zweitens braucht es auch dann in der Leiharbeit Equal Pay vom ersten Tag an, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, abgelehnt worden von der CDU, CSU und FDP. Die FDP hat gesagt, sie wäre Equal Pay so ab 9 Monaten, wissend, dass ganz viel Leiharbeit ja 3, 4, 5 Monate, aber nie nur, ganz selten nur bis 9 Monate geht. Dann wollen und müssen wir wirklich ran an den Niedriglohnsektor. Deutschland hat innerhalb der Europäischen Union den höchsten Niedriglohnsektor. Der Satz, sozial ist, was Arbeit schafft, stimmt einfach nicht. Insofern haben wir eine andere Vorstellung von Arbeit, Arbeit und Würde, von Anerkennung von Arbeit, von Wert, dem wir Arbeit zumessen. Und da wäre es einfach mal so wichtig, auch zu betonen, dass es hauptsächlich Frauen sind. Ich wollte gerade sagen, zwei Drittel, die Vollzeit im Niedriglohnbereich arbeiten, sind Frauen. Sind Frauen. Wir wollen und brauchen einen Mindestlohn. Von dem Mindestlohn profitieren auch und vor allem Frauen. Wobei sich unser Mindestlohnmodell massiv unterscheidet von dem, mit dem Frau Merkel argumentiert. Sie will einen tariflichen Mindestlohn, dann kann man immer noch mit 3,50 Euro dabei rauskommen. Mhm. Wir wollen einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro, also mindestens 8,50 Euro, über den dann weiter diskutiert wird in den Tarifparteien und Wissenschaftlern, Experten. Wir haben selber, muss man sagen, kann man uns auch deftig kritisieren, eine massive Fehleinschätzung gehabt, was die Minijobs angeht. Und in der rot-grünen Regierung gibt es gar kein Vertun. Es war eine absolute Fehleinschätzung zu glauben, dass die Minijobs sozusagen eine Brücke sind hin zu regulärer Arbeit. Es gibt unendlich viele Minijobs. Da sind, glaube ich, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, 80% Frauen, also wir reden ungefähr in der Größenordnung. Die Erhöhung von 400 auf 450 Euro hat ja überhaupt nichts, hat es verschärft. Mhm. Wir wollen die Überführung von Minijobs in reguläre Arbeitsverhältnisse. Wir wollen auch bei den Minijobs den Mindestlohn und sozusagen hin zu einer Sozialversicherungspflicht, damit nicht über die Minijob-Tätigkeit die Altersarmut vorprogrammiert ist, weil die Altersarmut sozusagen im Arbeitsleben schon bekämpft wird, braucht es aber trotzdem so etwas wie eine Garantierente.
eine Garantierente, die wir bei 850 Euro ansetzen, steuerfinanziert, wo wir lang darüber debattiert haben, wie sind da die Zugangsbedingungen, wenn ich das so sagen darf, die würde nach unserem Modell bei 30 Jahren beginnen, wobei bei diesen 30 Jahren auch Teilzeitbeschäftigung und Ausfälle, also Arbeitslosigkeiten und Kindererziehungszeiten dazugerechnet würden. Haben wir lang darüber diskutiert, ist ein Modell, wenn Herr Steinbrück gestern gesagt hat, die einzigen, die ein Modell haben, seien die Sozialdemokraten, stimmt es so nicht. Quote ist gesagt worden, klar, Quote, Gleichstellungsgesetz, Privatwirtschaft haben wir nicht durchsetzen können 2002, da galt es beim Koalitionspartner als Gedöns. Und letzter Punkt, das ist schon, wenn Sie sagen, das geht ja alles gar nicht und es ist viel zu teuer. Ja, die Debatte wollen wir ja führen. Wollen wir eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft oder eine auf Eigennutz bezogene? Und weil wir sagen, wir wollen Gemeinwohl, wo es auch zu einer Gemeinwohltätigkeit oder Aufgabe gehört, dass Pflege in Würde möglich ist, wollen wir eine Bürgerversicherung im Gesundheitsbereich und in der Pflege, wo alle mit dazu beitragen. Und wir wollen gut, am Schluss Teilzeitmodelle mit vollem Rückkehrrecht in die Vollzeit und familienfreundliche Arbeitszeiten. Das ist so ungefähr ein Teil der Klingt Forderung. Klingt sehr konsistent. Wäre es noch gelingen, dass das so richtig politisch kommuniziert wird. Wir haben ja eine Hörbuchversion von unserem Wahlprogramm. Wir stehen eigentlich 14 Stunden, um sie anzuhören. Das stimmt. Ich möchte jetzt einfach, wenn Sie noch können und wollen, Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Das wird nicht uferlos gehen. Ich glaube, um 10 spätestens sollten wir uns allen einen Feierabend gönnen. Ich darf mich ja noch mit Ihnen unterhalten. Es wird bestimmt auch noch lustig heute Abend. Auf jeden Fall. Haben Sie Fragen? Es gibt Mikros. Dann sagen Sie bitte, wer Sie sind. Erstens. Zweitens, ob Sie die Frage an einen speziellen Podiumsteilnehmenden stellen wollen. Okay? Gut. Da hinten ist ein Herr. Dann Astrid und dann Sie. Ich würde jetzt 5 sammeln und dann in eine Schlussrunde eingehen. Ja? Bitte. Sie sind dran. Ja, Christine, du bist doch da. Muss man hier einschalten? Nee. Also mich beschäftigen 2 Fragen. Einmal die finanzielle Richtung und einmal die Gleichstellung. Also man redet immer über Finanzen und weiß aber, dass dieser Staat voll im Schuldenberg steht. Der weiß nicht mehr, wie man rauskommt. Und es wundert mich ja, dass alle immer da fordern. Einmal eine will eine Erhöhung da haben, der will mehr Lohn haben. Der will eine neue Kita machen, da gibt es nur noch Forderungen. Das heißt ja, hat keiner irgendwie mal das Gefühl, dass wir uns damit noch tiefer in die Schulden manövrieren? Das ist doch verrückt, sowas. Einfach nur Forderungen. Frage angekommen. Was, okay. Jetzt kommen da hunderttausende Leute von überall der Welt, die weder schreiben noch lesen können, weder Deutsch können. Die leben dann auch auf Hartz IV. Das heißt ja, die müssen auch nur unterstützt Gut. werden. Das heißt, Millionen. Ich möchte, dass viele Gut. zu Wort kommen. Ihre Frage ist verstanden worden. Die Frage ist, warum fordert man denn ständig, obwohl man weiß, dass kein Geld vorhanden ist? Und wenn jemand die Mindestlohnforderung durchsetzt, dann weiß doch jeder, dass die Unternehmer wieder die Preise wieder erhöhen. Das heißt ja, Gut. innerhalb kurzer nochmal, Zeit ist... Nochmal, die Frage, die Sie stellen, ist angekommen. Und ich glaube, dass alle auf dem Podium in der Lage sind, auch die Komplexität, von der Sie da reden, wie gehen dann die Preise hoch und so weiter, verstanden haben. Nein, haben wir noch eine andere Frage? Ja, nein, die Frage ist halt, warum fordert man denn ständig... Ja, weil es nötig ist, weil es ungerecht zugeht vielleicht. Dass kein Geld vorhanden ist. Mhm. So, die zweite Frage ist eben die Gleichstellung. Es ist klar, dass man Leute leben lassen soll, wie sie leben möchten. Das will doch jeder. Aber warum diskriminiert man dann Leute, die nicht arbeiten wollen, die sich sagen, die wollen auf der Grundlage des Hartz leben, ohne zu arbeiten? Dann diskriminiert man dann. Dann sind die Leute, die
sagen wir jetzt die Türken, die nicht lernen wollen, Deutsch, es ist gut, alles das, angekommen. Das ist doch aber alles Diskriminierung. Warum diskriminiert man die Leute und ich? Ja, ich möchte Ihnen einfach nochmal sagen, ich glaube, wir haben hier alle Ihre Frage verstanden und wir werden noch darauf eingehen. Ich möchte jetzt nochmal alle Folgefragerinnen und Frager bitten, wirklich sich kurz zu halten, weil ich kann einfach sagen, es gibt den Wunsch, gegen 10 wirklich auch aufzuhören, und ich bitte das respektieren. Ja. Astrid. Ja, mein Name ist Astrid Rothe-Beinlich, ich bin frauenpolitische Sprecherin bei den Grünen und ich habe 3 ganz kurze Punkte. Zum einen, Herr Petropoulos, Sie sprachen von den läppischen 3.000 bis 5.000 Euro. Ich bin da wirklich erschrocken. Claudia hat es vorhin eingeworfen, ich komme aus den sogenannten neuen Bundesländern. Wissen Sie, wie viel 3.000 bis 5.000 Euro für manche Familien oder Alleinerziehende sind und was das bedeutet, wenn man von läppischen 3.000 bis 5.000 Euro Einsparung spricht? Schon die 150 Euro sogenanntes Erziehungsgeld in Thüringen hatten fatale Folgen. Da haben Menschen ihre Kinder aus der Kita abgemeldet, weil das eine Summe war, die nicht angerechnet wurde auf den Hartz-IV-Regelsatz. Da bin ich bei einem zweiten Punkt. Sie haben angesprochen die Problematik oder den Unterschied auch zwischen Ost und West, aber nicht so richtig aus meiner Sicht. Denn wie erklären Sie sich die Tatsache, dass mehr als 80, fast 90% der Mütter in der ehemaligen DDR sozusagen, also in den neuen Bundesländern, nach schon einem Jahr wieder Vollzeit arbeiten? Und was meinen Sie, wie kommt das? Hat das nur Geldhintergründe, also sprich, dass so wenig Geld vorhanden ist, oder meinen Sie nicht auch, dass das vielleicht was mit einer anderen Sozialisation und anderen Anreizen zu tun haben könnte und auch einem anderen Verständnis von Leben? Und noch eine dritte Frage, und zwar an Frau Pisahl. Wir haben über viele Bereiche jetzt schon viel gehört und auch Ihre Forderungen habe ich sehr gern zur Kenntnis genommen. Die widerspiegeln ja in vielen Teilen unsere Programmatik. Wie bewerten Sie die Bedarfsgemeinschaften und das Konstrukt der Bedarfsgemeinschaften, was ja gerade Frauen oftmals dazu bringt, dass sie eben keinerlei Zugang zu aktiver Arbeitsmarktförderung haben, wenn der Mann arbeitet und gut verdient beispielsweise, oder überhaupt diese Logik, dass es nicht individuelle Ansprüche gibt, sondern abgeleitete Ansprüche? Und was meinen Sie als Juristin, kann man tun, um diese Bedarfsgemeinschaftslogik endlich zu durchbrechen? Gut, ich habe gesagt, ich sammle. Wo ist jetzt? Da, okay. Ich habe eine Frage an Dag. Du hast es gar nicht richtig gesagt, aber ein bisschen stellt sich bei mir die Frage, ob das, ob da die Denke bei dir mitgeht, weil es so ein bisschen klang, als ob die Diskriminierung von Männern und Frauen dann doch irgendwie gleich stark sei. Ich beispielsweise arbeite im sozialen Bereich. Und für sogenannte Soft Skills wird mir andauernd auf die Schulter geschlagen oder getippt und gesagt, super, toll, ein Mann, der das und das macht und so. Und die Erfahrung ist eher, dass Frauen, die sich dann einsetzen und sich für ihre Rechte stark machen, weniger, Respekt bekommen oder Anerkennung. Und das ist schon ein Unterschied. Also da würde ich gerne wissen, ob du das auch so siehst oder... Weil es war ja diese Sache, dass in Kindergärten eine Männerquote eingesetzt werden könnte. Die kann ja, also ich würde sagen, die werden ja gewollt. Es gibt nicht die Grenze zu sagen, komm nicht hierher. Und an technischen Berufen kann es durchaus passieren. Auch Genossinnen von mir, die durchaus Diskriminierung erfahren, die da eben in diesen Berufen dann keinen Platz finden. Ja, obwohl es die Quote gibt. Danke. Gut, gibt es jetzt noch Wortmeldungen? Dann ist Claudia, machen wir Schluss und dann gehen wir in die Schlussrunde. Ja, noch eine ganz kurze Anmerkung. Also vor 5 Jahren gab es eine Sag bitte, wer du bist. Oh, ich bin Claudia Schlenker, ich bin die Bundesfrauenreferentin der Grünen, also beim Parteivorstand angesiedelt. Vor 5 Jahren gab es eine große Studie von Brigitte, damals rausgegeben, Frauen auf dem Sprung hieß es, begleitet wissenschaftlich von Jutta Almendinger, wo ganz klar rauskam, die Frauen wünschen sich Arbeit und Familienleben zu vereinbaren. Die Männer übrigens auch. Die wünschen sich das. Das ist der Wunsch. Ich frage mich, Herr Petropoulos, wie Sie auf die Idee kommen, die Frauen wollen das alle nicht, bloß weil sie es jetzt gerade nicht leben, weil sie es eben nicht leben können. Es gibt jetzt, es wird jetzt in der nächsten Zeit eine Folgestudie da rauskommen. Die ist noch nicht veröffentlicht, aber die ersten Ergebnisse sickern so langsam durch, dass
hat sich nicht verändert. Die Frauen wollen das nach wie vor und beschreiben eben, dass sie an der Realität scheitern. Und Frau Pieser, noch ganz kurze Frage. Gibt's von Ihnen vielleicht ein Ranking, was von diesen ganzen Maßnahmen wir jetzt vielleicht als erstes durchsetzen müssen? Oder muss das alles auf einmal passieren? Als konsistente Politik ja. Eigentlich schon. Gut, wunderbar. Danke für die Fragen. Dag, möchtest du anfangen? Gerne machen. Ganz kurz, die Frage war ja, Diskriminierung von Frauen und Männern, kann man die gleich bewerten oder würde ich die gleich bewerten? Ganz kurz gesagt, nein, wäre ja Quatsch. So, die Strukturen sind total unterschiedlich und von daher sind die Diskriminierungsmomente von Frauen und Männern komplett unterschiedliche. Und ich sag mal, unter der Perspektive von Arbeitsmarktzugängen sind sie sicherlich sozusagen der Ausschluss von weiblichen Sozialisationsmustern und der Passförmigkeit in die herrschenden ökonomischen Bedingungen, da klemmt sozusagen weitaus stärker und da muss man anders ran als bei den Männern. Trotzdem, die Frage war auch, wie sieht es aus mit Männern in Kitas? Die könnten doch da rein, sie werden dort auch herzlich willkommen geheißen. Da sind dann aber schon auch genauere Blicke vonnöten, wenn wir das unter einer Gender-Perspektive betrachten, wie eigentlich die Erwartungshaltungen an die Männer sind, was die dort mitzubringen haben. Also aus meinem ganz eigenen kleinen Kontext, mein eigenes Kind ist im Elterninitiativ-Kinderladen, da ging es dann auch darum, ob wir einen Mann haben wollen. Da hieß es, ja klar, super, dann können die endlich mal Fußball spielen gehen und dann kann endlich mal jemand die Bohrmaschine und so. Also wir sind fast hinten übergekippt, das ist sozusagen auch im ganz eigenen Kontext diese ganz klaren Rollenstereotypen Zuweisungen gibt. Und da müssen wir halt ran. Und das sind Momente, das ist was anderes als eine komplette gläserne Decke, die nicht wegzudiskutieren ist. Davon sprechen wir für Arbeitsmarktstrukturebenen. Aber das sind wichtige Momente, die für eine Gleichstellung, eine ernst gemeinte Gleichstellung relevant sind. Und an die wollen wir ran. Und da ist die Lohngleichheitsfrage ganz wichtig. Ich will noch ganz kurz, die wollen wir nicht, weil da jetzt Männer auch rein wollen und die müssen ein bisschen mehr verdienen, sondern es hat was mit Gerechtigkeit zu tun für die verschiedenen Arbeiten. Also dafür setzen wir uns sozusagen unabhängig davon ein, als wir wollen mehr Männer in Kitas haben. Wir wollen nicht, dass die Fußballvorbilder sind. Wenn man Fußball toll findet, ist es super. Ich will jetzt nicht hier Fußballbashing betreiben oder irgendwas, aber diese Reduzierung darauf ist halt problematisch. Es geht darum, dass einfach Männer real erfahren werden können, dass Kinder nicht damit aufwachsen, die Erziehung ist Frauensache und die frühe kindliche Bildung in der Grundschule ist auch Frauensache. Da haben Männer eigentlich nichts mehr zu tun, weil man es nicht erfahren hat. Darum geht es mir, darum geht es uns als strukturelles Merkmal. Es geht also nicht darum, jetzt zu sagen, da müssen Männer rein, weil die Frauen machen das irgendwie alles Käse, die Bildung geben den Jungs und Mädchen nicht die richtigen Anreize, die Männer qua Geschlecht, biologischem Geschlecht mitbringen. Das ist nicht das Ansinnen. Gut. Vielen Dank. Claudia? Auf was möchtest du also antworten? Ganz kurz mit dem Geld. Woher nehmen wir die Finanzen? Wir haben ja uns wirklich bemüht, 2 Jahre lang das sehr intensiv zu erarbeiten und alle Vorschläge, die wir machen, zeigen wir auch, dass sie gegenfinanziert werden. Nur dann musst du auch was tun. Also Ausgabenkürzung ist nicht so viel möglich, wie wir es vielleicht gedacht haben, aber zum Beispiel bei unsinnigen Rüstungsprojekten. Aber es ist nicht so viel, wie man braucht. Subventionsabbau von zum Beispiel ökologisch schädlichen Subventionen, Dienstwagenprivileg, dann reicht es aber immer noch nicht. Und deswegen haben wir gesagt, 3 Bereiche, da brauchen wir Mittel. Wir brauchen Mittel zum Schuldenabbau. Dieser Staat hat 2.000 Milliarden Schulden. In der Zeit von Frau Merkel sind es 500 Milliarden dazugekommen. Die Kommunen sind mit 134 Milliarden im Investitionsstau. Das heißt, wir wollen deswegen die 1% wirklich allerreichsten in diesem Land mit 1% ihres Privatvermögens belasten, um 1:1 in den Schuldenabbau zu gehen. 1:1, das geht über eine Vermögensabgabe, das ist möglich. Die kann man im Bundestag in der Mehrheit beschließen. Wir wollen den Spitzensteuersatz moderat anheben. Das war sicher auch ein Fehler, das runterzunehmen auf
49% ab 80.000. Wir wollen an die Erbschaftssteuer ran, die vor allem dann im Kultur- und Bildungsbereich über die Länder ja was tun kann. Also wir haben ein ziemlich ausgeklügeltes Modell, was heißt bei gleichzeitiger Erhöhung des Grundfreibetrags, dass 90% der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen entlastet würden. Das hat unser bunter Steuerzahler nachgerechnet und hat gesagt, stimmt. Und 10% des ganz oberen 10% würden mehr belastet werden. Zweiter Punkt, wenn ich das noch sagen darf, ich finde das, was Claudia gerade gesagt hat, total wichtig, dass bei allen, bei dieser Studie Frauen sagen, wir wollen mehr und besser arbeiten, in einer besseren Arbeit, und dass Männer sagen, und wir wollen weniger. Also sozusagen diese gegenläufige Entwicklung, der etwas entgegenzusetzen und die Rahmenbedingungen schaffen in Teilzeitmodellen, Arbeitszeitmodellen, ist eine ganz, ganz große Aufgabe. Und natürlich, ich weiß nicht, wer es jetzt vorher, ich glaube, Sie haben es gesagt, die Mädchen wollen dann ja doch immer das Gleiche. Also ich meine, wie entstehen die 10 Berufe, dieser Berufswunsch, der entsteht natürlich, wenn du bestimmte Rollenbilder hast, und deswegen wollen wir da, das sagen wir schon lange, rangehen über eine Aufhebung dieser Rollenbilder, über die Kitas, die Schulen, eine andere Berufsberatung, die ganz, ganz früh anfängt, duale Ausbildung und. Und beim Ranking, das ist eine Frage, ich weiß gar nicht, haben wir die uns eigentlich so gestellt, Claudia, die du gestellt hast? Also ich würde sagen, was man sofort machen kann und will, wäre Mindestlohn, wäre Lohnentgeltgleichheitsgesetz und wäre das Betreuungsgeld abschaffen, dass das gar nicht erst anfängt, und die 2 Milliarden dann in Kinder rein. Und Ehegattensplitting beginnen. Ich denke, du hast jetzt eine Menge nochmal Anregungen und auch Antworten gegeben, dass natürlich Geld auch eine Sache der Prioritätensetzung ist und auch, wie man Gesellschaft sieht und wie man umverteilt, weil in dieser Gesellschaft ist, glaube ich, nicht zu wenig Geld. Es ist sehr viel, und es geht darum, welche Wertigkeit hat es? Für was wollen wir Geld ausgeben? Herr Petrobelus, Sie sind jetzt noch mal gefragt, auf die Fragen einzugehen. Sie können das auch gern noch zu einem Schlusskommentar nutzen, aber versuchen Sie auch, relativ kurz zu sein. Danke. Ganz kurz noch zu dem Thema Schulden, kann man noch darauf hinweisen, die Schulden des Staates sind die Vermögen der anderen. Also von daher ist die Gleichung ganz einfach zu lösen. Zu diesem Thema 3.000 bis 5.000 Euro, da hätte ich als läppisch bezeichnet. Der Satz lautete, im Vergleich zu einem gut bezahlten Vollzeiterwerbsjob. Wenn ich also die Alternative habe, einen gut bezahlten Vollzeiterwerbsjob haben. Nein, und der Punkt war dann der, dass dann behauptet wird, das Ehegattensplitting sei dann ein Anreiz, diesen gut bezahlten Job aufzugeben, um den Vorteil des Ehegattensplittings zu bekommen. Und das sage ich, das ist falsch. Also ein gut bezahlter Vollzeiterwerbsjob wird sicherlich mehr als 5.000 Euro pro Jahr bringen. Das ist der Punkt, um den es mir ging. Ganz einfach. Wenn ich das Ehegattensplitting, ich sage, im Durchschnitt macht das vielleicht bei den Ehepaaren 5.000 Euro im Jahr aus. Und ein gut bezahlter Vollzeiterwerbsjob wird sicherlich 25.000 bis 30.000 Euro im Jahr bringen. Also von daher wird keine Frau wegen dem Ehegattensplitting auf die Erwerbstätigkeit verzichten. Nur darum ging es mir. Die haben dann auch tatsächlich die entsprechenden Jobs, also mit denen sie 25.000 bis 30.000 Euro im Jahr verdienen, die Frauen. Also das bezweifle ich. Sicherlich in Thüringen. Ich meine, wenn 3.000 bis 5.000 Euro im Jahr tatsächlich ein Anreiz sind, die Erwerbstätigkeit aufzugeben, dann stellt sich natürlich die Frage, was sind denn das für Jobs? Das sind doch... Halt. Gut, wir sind jetzt in der Schlussrunde und ihr könnt euch nachher gerne noch weiter... Also ich wollte einfach nur darauf hinweisen, bei gut bezahlten Jobs ist das Ehegattensplitting garantiert kein Anreiz, weder für Männer noch für Frauen, die Erwerbstätigkeit aufzugeben, wenn sie diese Möglichkeit haben. Dann der zweite Punkt, weshalb denn die DDR-Mütter zu 80% so gern erwerbstätig gewesen sind, bereits nach einem Jahr. Na gut, also ich meine, Sie sprachen von der DDR oder sagten Sie Ostdeutschland? Doch jetzt albern. Gut, in Ordnung. Also ich meine, da denke ich, reicht schlicht und einfach auch ein Blick auf die wirtschaftlichen Realitäten dort. Also das Lohnniveau in Ostdeutschland ist ja deutlich niedriger als im Westen. Im Westen ist es schlicht und einfach so, da ist das Alleinanlehrermodell tatsächlich noch in Bayern, Baden-Württemberg schlicht und einfach wirtschaftlich möglich. Das ist in Ostdeutschland nicht möglich. Das ist ein ganz zentraler Grund, würde ich mal sagen.
Nur ein Hinweis zu dieser gewünschten Vollzeiterwerbstätigkeit. Wenn Sie sich mal diese ganzen Zeitstudien, 8. Familienbericht, Zeit für Familie, die zentrale Botschaft ist, dass vor allem vollzeiterwerbstätige Eltern, Mütter wie Väter, sich eine massive Arbeitszeitreduktion wünschen. Mhm. Bei Müttern weiß man, dass gerade vollzeiterwerbstätige Mütter eine Arbeitszeitreduktion pro Woche von 10 Stunden wünschen, also von 40 auf 30 Stunden. Also das nur zum Thema, inwieweit Erwerbstätigkeit. Gut, ich wollte nur darauf hinweisen, dass das Arbeitsverhalten nicht automatisch gleichzusetzen ist mit dem Willen, sondern dass natürlich auch da die Arbeitsverhältnisse eine zentrale Rolle spielen. Dann der andere Punkt, der Hinweis auf die Studie von Frau Almendinger, wie ich darauf käme, dass Vereinbarkeit von Müttern mit Familie und Erwerbstätigkeit nicht gewünscht sei, habe ich überhaupt nicht gesagt. Na, selbstverständlich ist das das Leitbild für Mütter wie für Väter. Das ist doch völlig unstrittig. Der Punkt ist doch der, wie gehen wir als Gesellschaft mit den Phasen um, wo Erwerbsarbeit wegen der Kindererziehung reduziert wird. Und ich habe von den Grünen beispielsweise auch noch keine Antwort darauf bekommen, weshalb wir eine 3-jährige Elternzeit haben, aber nur ein 1-jähriges Elterngeld zahlen. Das Elterngeld ist eingeführt worden mit dem Grundgedanken, dass man gesagt hat, wenn Eltern sich Zeit für Kinder nehmen, gerade nach der Geburt, dann gibt es einen wirtschaftlichen Absturz. Den müssen wir auffangen durch das Elterngeld. Aber warum nur für 12 Monate, wenn wir eine 3-jährige Elternzeit gewähren? Also sprich, als Politik ergibt sich da die Aufgabe und die Frage an alle Bundestagsparteien, keine einzige hat sie beantwortet, wie man dann eigentlich im 2. und 3. Lebensjahr dieses Modell einer 3-jährigen Elternzeit wirtschaftlich herstellt. Selbstverständlich bei der Alternative einer guten, qualitativen Krippenbetreuung. Die muss es genauso gleichzeitig geben. Und es darf eben nicht, wie das, was bei allen Parteien stattfindet, dass die Krippeneltern gegen die anderen Eltern ausgespielt werden. Dass gesagt wird, das Betreuungsgeld nehmen wir für die Krippenfinanzierung, sondern es muss beides möglich sein und wir müssen als Gesamtgesellschaft diese Alternativen finanzieren. Jetzt könnte ich sagen, morgen machen wir Fakten, aber die Sendung findet woanders statt. Noch ein Hinweis, diese Studie von der Frau Almendinger, die Sie da zitieren, die ist hochinformativ. Ein Detail, was Sie da nicht zitiert haben, ist, dass Frau Almendinger selbst erschrocken darüber ist, wie stark die Erwerbsorientierung von Männern und Frauen mittlerweile ist. Sie sagte beispielsweise, dass also die Fixierung auf Beruf und Geld einnehmen, dass es da bei den Frauen einen qualitativen Sprung gegeben hat. Und ihre Kommentierung des Ganzen war es, bei dieser Grundeinstellung, dass es nur noch um Erwerbsarbeit und Geld verdienen geht und Familie bei Frauen wie Männern komplett runterfällt, arbeiten wir uns als Gesellschaft zu Tode. Wörtliches Zitat von ihr. Und ich denke, das sollte doch auch mal ein Hinweis darauf sein, dass wir hier eine Arbeitsmarktfixierung haben, auch hier. Ich habe nichts dazu gehört, wie sichern wir die Phasen ab, in denen Familienzeit wahrgenommen wird. Teilzeitarbeit wird gewünscht. Ich meine, man kann sich die 30-Stunden-Woche wünschen. Die Frage ist, wer kann sich die leisten? Wenn man 10 Stunden weniger arbeitet, dann hat man 10 Stunden weniger Erwerbseinkommen. Also muss man einen Ausgleich schaffen. Und das ist beispielsweise die Idee eines Erziehungsgehaltes, dass wir sagen, wenn Familienarbeit geleistet wird, dann verzichtet man ja auf Erwerbseinkommen, hat also Verdienstausfall und das kann man über ein Erziehungsgehalt finanzieren. Und ein ganz spezieller Nebeneffekt dieses Erziehungsgehaltes wäre, dass nämlich ein massiver Druck auf den Niedriglohnsektor ausgeübt würde. Denn wenn nämlich ein ausreichendes Erziehungsgehalt bezahlt würde, dann wären die Arbeitgeber gezwungen, Mindestlöhne zu zahlen, die über diesem Niveau sind. Und damit hätten wir auch, denke ich mal, einen massiven Schritt in Sachen Bekämpfung des Niedriglohnsektors. Gut, ich glaube, was auch jetzt nochmal über Ihr Statement, ich will das jetzt nicht weiter kommentieren, klar wird, dass wir es mit einem, ob Arbeitsmarkt, Steuerrecht und so weiter, ja, es wir einfach mit Familienpolitik und, mit dem zu tun haben, was kommunizierende Röhren sind. Und es geht darum, daraus eben genau unter einem Gleichstellungs- und Geschlechtergerechtigkeitsaspekt eine konsistente Politik zu formulieren. Ich finde, es gibt dazu Ansätze, wie so eine konsistente Politik unter beiden Aspekten aussieht. Und ich freue mich jetzt, dass eine derjenigen, die diese konsistente Politik hier auch auf dem Podium vertreten hat, Frau Piesal, Sie haben jetzt nicht nur die Möglichkeit, auf Fragen zu antworten, sondern bitte machen Sie ein fulminantes Schlusswort. Ja, komme ich zunächst auf. Ach, Ihr Mikro. Ich habe hier die. Jetzt wollte ich mich so beeilen. Ja, tut mir in der Seele weh, Herr Petropoulos, ich hätte so gerne noch auf so vieles geantwortet. Nur ganz kurz, natürlich meine ich nicht, dass die 30 Stunden irgendwie fremdfinanziert sein müssen, sondern
im Unterschied zur Vollzeit von Männern und zu den ganz marginalen Teilzeitkonten von Frauen, die im Allgemeinen nicht 30 Stunden, sondern sehr viel weniger arbeiten, nämlich halb oder sogar Viertel, wäre 30 für die Frauen was, was sie sich wünschen, das wäre nämlich eine Aufstockung, und 30 für die Männer was, was sie sich wünschen, das wäre nämlich ein Runtergehen, und dann könnte man viel mehr Zeiten mit der Familie verbringen und brauchte eben auch nicht diese großen Rundum-Betreuung. Nee, nicht in der Theorie, sondern wenn einer auf ein bisschen von seinem vielen Gehalt verzichtet und der andere dafür ein bisschen mehr verdienen kann, dann gleicht sich das doch unter Umständen aus. Das liegt also an der, nee, es muss der Arbeitgeber auch nicht zahlen, das liegt an der Bereitschaft vieler Männer, einfach zugunsten dieser Verteilung auf einen geringen Teil ihres Arbeitseinkommens und ihrer Arbeitszeitkonten zu verzichten. Für die Familie, die immer was kostet. Sie kostet nicht nur Geld, sie kostet auch Zeit, denn im Leben gibt's eben nichts umsonst, auch nicht die Freude einer Familie, das ist bekannt. So, das nur dazu, um das klarzustellen, ich habe hier nicht das bedingungslose Grundeinkommen für Mütter und Väter gefordert. Ja, zum Thema Geld vielleicht ganz kurz sehen. Ja, Geld ist ja da. Wir verdienen in diesem Land so viel, wir arbeiten so viel, wir zahlen so unendlich viel an Steuern, das Geld wird nur nicht ordentlich verwaltet und ausgegeben, sagt der Rechnungshof jedes Jahr. Also das Geld ist da, es ist eine reine Frage der Verteilung, wofür man es ausgibt. Und manches kann man streichen und dann hat man auch wieder neue Verfügungsmasse, die hinzukommt. Also ich glaube, das ist nicht das Problem, das wir fordern, sondern wir müssen eben schauen, wofür geben wir das Geld aus und was kriegen wir dann nachher dafür. Jetzt komme ich aber auf die Bedarfsgemeinschaft. Ja, Frau Rothe-Beinlich, unsere Hauptkritikpunkte oder unsere wesentlichen Punkte liegen im Arbeitsrecht, im Steuerrecht, aber auch im Sozialrecht. Die Bedarfsgemeinschaft setzt im Prinzip das fort, was mit dem Leitbild Ehe. Bedarfsgemeinschaft. Ja, das sind nicht eheliche und auch ansonsten nicht durch rechtliche Rahmenbedingungen geregelte Partnerschaften, die Menschen eingehen, leben in einem Haushalt zusammen und werden unter sozialrechtlichen Aspekten dann als Bedarfsgemeinschaft gerechnet. Das heißt, geht ein Partner dann zum Amt und möchte zum Beispiel eine Sozialleistung in Anspruch nehmen, dann wird so getan, als müsse, das ist eigentlich fiktiv, als müsse der andere für ihn aufkommen. Es wird zusammengerechnet, das wird auch brachial überprüft mit ziemlich entwürdigenden Methoden, ob diese Menschen nun zusammenleben oder ob sie nur zusammen wohnen. Und das geht in großem Umfang zulasten von Frauen. Und zwar genauso wie es in der Ehe ist, wird die Frau als abgeleitete Existenz, vor allen Dingen in ihrer Wirtschaftlichkeit, vom Mann angesehen. Und während dann erst der Mann angeblich als Familienernährer dafür sorgen muss, dass die Frau und die Kinder über Wasser gehalten werden, wird dann so getan, als müsse das dann automatisch auch der neue Partner machen. Da sind gewisse Regelungen, das muss schon eine auf Zeit angelegte Partnerschaft sein, da gibt es eine Definition dazu. Aber wer weiß schon heutzutage, wenn er sich mit jemandem zusammentut, auf welche Zeit das ist und dass der Partner nun bereit ist, Verpflichtungen zu übernehmen in so einer Bedarfsgemeinschaft. Das ist nicht der Regelfall. Eigentlich ist es eher nicht der Fall, denn wenn man das will, dann macht man eben so einen Vertrag, wie immer der heißt, Ehe, Lebenspartnerschaft oder was auch immer, oder einen ganz privaten. Aber dann ist man eben nicht nur eine reine Bedarfsgemeinschaft. Das hindert Frauen letztendlich am Aufbau neuer Partnerschaften, denn es gibt ihnen wiederum keine eigene individuelle Absicherung, an der uns allen gelegen ist. Macht sie wieder zur abgeleiteten Existenz, ihre Kinder übrigens auch. Und verstellt deswegen auch die Wege zu neuer Partnerschaft, während nach dem Ziel des neuen Unterhaltsrechts ganz explizit ist der Sinn der Sache war, dem Mann eine neue Familiengründung zu ermöglichen, der ja dann traditionell auch wieder Kinder bekommt, die Frau meist nicht mehr oder seltener, und mit dieser Frau und mit dieser neuen Familie dann in wieder ordentlichen Verhältnissen leben zu können. Also während für Männer mit einer Scheidung eigentlich der Weg in eine neue Partnerschaft geebnet worden ist, er kann die Zweitfamilie gründen, ist das der Frau fast unmöglich. Und das sind Dinge im Sozialrecht, an die wir auch dran müssen. Das Sozialrecht ist ein weiterer größerer, ist eine große Baustelle. So, dann haben Sie mich gefragt, was die Rangfolge anlangt. Ja, das war die Wunschliste. Was wollen wir denn zuerst haben? Habe ich das richtig verstanden? Die fetteste Stehschraube. Ja, das ist toll jetzt hier. Ja, kurz vor Weihnachten. Also, es ist schon so, dass im Steuerrecht deutlich ein Ansatzpunkt ist, der als erster von uns aufgenommen werden will. Denn da kann ich anschließen an das, was ich gerade gesagt habe. Es geht bei uns darum, dass die Menschen individuell wahrgenommen werden, Männer wie Frauen. Anders geht eine eigenständige Sicherung nicht. In breiten Politikfeldern wird das auch erwartet, von Männern wie Frauen für sich selbst einzustehen. Und
Wir fordern da eine Individualbesteuerung, so wie sie auch mal, als das alles erfunden worden ist, ja Sache war. Die 1920 war es, glaube ich. In dem schönen Böllheft ist die Geschichte auch nochmal schön abgedruckt. Da war das ganz selbstverständlich mit dem Augenblick, wo Frauen arbeiten gegangen sind und Erwerb und Einkommen hatten. Da sind die Partner eigen besteuert worden. Das hat man erst später abgeschafft, übrigens mit dem erklärten Ziel, die Frau nach Hause und zum Kinderkriegen anzuhalten, was ja dann auch gelungen ist. Und genau mit dem Ziel ist es auch 1950er Jahre wieder aufgenommen und perpetuiert worden. Es wäre ein leichtes gewesen, auf den Vorkriegszustand zurückzugehen und zu sagen, Frauen und Männer werden individuell besteuert. Man hatte noch viel mehr Frauen als 1920, die selber arbeiten gingen, eigene Einkommen hätten. Hat man aber nicht getan. Warum nicht? Natürlich, weil man die Arbeitsplätze für die Männer haben wollte, die zurückkamen und die sich auch nach den Erfahrungen als Alleinernährer vielleicht wichtig fühlen mussten. Das kann ich alles psychologisch und soziologisch vielleicht verstehen. Aber diese Traumata haben wir doch nun 60 Jahre danach überwunden. Und leben alle zusammen in Partnerschaften, wo wir uns Partnerschaften auf Augenhöhe wünschen. Und wenn das nicht so ist, dann ist es nicht subventionsfähig und bedürftig und nicht zu begrüßen, das zu unterstützen. Also das wäre uns dringend wichtig. Die sozialrechtlichen Aspekte, die Sie angesprochen haben, eigenständige Absicherung dann auch in der Rente. Der Punkt ist heute kurz gekommen, wir haben ja auch gar nicht so viel Zeit. Diese Erwerbsbiografie, die durch die Familienzeiten stagnieren, die wirken sich ja für Frauen ganz grauenhaft aus. Ja, denn Frauen, die ein Drittel dessen an Rente bekommen, was ein Mann bekommt, und das Rentenniveau ist im Durchschnittsniveau ja noch nicht mal hoch, und die dann dauerhaft ihr ganzes Leben lang auf die entwürdigenden Bezug von ja, Almosen angewiesen sind, kann man so sagen, so empfinden die Leute das jedenfalls, wenn sie so wenig Geld in ihrer eigenen Tasche haben, dann ist das kein Zustand, den wir in einem demokratisch verfassten Rechtsstaat, der so reich ist, wie wir sind, hinnehmen dürfen, das geht einfach gar nicht. Und im Unterhaltsrecht ist das genauso. Frauenquote ist für uns, das brauche ich gar nicht extra zu betonen in diesem Kontext, an oberster Stelle. Und das betrifft nicht die Aufsichtsräte. Das ist nur die alleroberste Spitze, die Sichtbarkeit für die Schlagzeile. Natürlich betrifft das die Aufstiegschancen von Frauen in den Betrieben, gleichberechtigt wie Männer, also gleichberechtigte Karriereentwicklung. Wer dann da oben ankommt oder nicht, das wird man sehen. Aber dass sie auf dem Weg dieselben Chancen haben, das fordern wir auf jeden Fall und dieser Weg geht nur über die Quote. Und wenn Sie mir einen letzten Satz erlauben, gerne. Ich habe mich über den Titel, der amüsant ist, habe ich einen Augenblick mich gefragt, was eigentlich nicht stimmt, dann hatte ich es. Geht ja hier gar nicht um die Prinzen, jedenfalls ja nicht primär. Ne? Und ich möchte die Frage auch beantworten, ist ja ein Fragezeichen dahinter. Ja, für mich gibt es nämlich gar keinen Grund, auf das Krötenzählen zu verzichten. Und nicht einmal dann, wenn der ein oder andere Frosch tatsächlich ein Prinz wäre, was Frau bekanntlich ja erst dann erfährt, wenn sie geküsst und oder ihn an die Wand geworfen hat. Ich plädiere also dafür, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Genau. Das habe ich auch. Das, ja. Ja, Sie haben meine Erwartungen vollstens erfüllt. Dankeschön. Ich möchte ganz, ganz herzlich allen auf dem Podium danken. Dir, Doug, dir, Claudia, für eure Beiträge. Ich möchte Ihnen, ich wiederhole mich, danken, dass Sie mit Ihren auch, würde ich mal sagen, Positionen und auch mit Ihren Analysen hier natürlich einigen Widerspruch erfahren haben. Das wussten Sie vorher. Ich finde es sehr schön, dass Sie gekommen sind. Danke dafür. Frau Pisal, auch Ihnen herzlichen Dank. Ich denke, Sie haben viel, viel hier beigetragen. A, die Komplexität und B, aber auch die Handlungsoptionen, die wir haben, hier nochmal alle zu beschreiben. Weil ich kann natürlich genau das, was Sie machen, Herr Petropoulos, nicht akzeptieren. Politisches Handeln ist dazu da, dass wir eine schlechte Wirklichkeit verändern. Und ich finde, gerade wenn es um Gleichstellung geht, sind wir immer noch nicht von einer guten Wirklichkeit entfernt. Wir, das ist jetzt mein allerletzter Satz, im Gunnar-Werner-Institut beschäftigen uns seit Jahren mit dem Thema eigenständige Existenzsicherung und wie kommen wir zu einem selbstbestimmten Leben. Darum geht es uns nämlich, auch ein Leben in Freiheit. Es gehört nämlich zur Option und Wahloption dazu. Wir bearbeiten dieses Thema intensiv. Dazu gibt es Informationen auf der Website und wir haben, Frau Pisal hat es dankenswerterweise erwähnt, dieses Heft gemacht jetzt im Sommer, Wie frei bin ich?
finde, es ist ein Heft, das all die Themen, die wir heute Abend angesprochen haben, nochmal vertieft und preist, Ihnen zusätzliche und nachlesbare Informationen gibt. Sind auch Lebensgeschichten enthalten, die sehr gut dokumentieren, was es bedeutet, in den Teufelskreis von auch dann ins Armutsrisiko zu kommen oder Altersarmut zu kommen. Nehmen Sie das Heft mit, es ist draußen. Sie hören weiter von uns im Streitwert, auch im Blog. Wir haben einen Blog dazu, wir haben die Debatte hier heute Abend auch dokumentiert. Bleiben Sie in Kontakt mit uns und nochmal herzlichen Dank an die vier und Dankeschön fürs Kommen. Gute Nacht. Danke.